So, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Warcraft 3 auf ISL TV. Wir zeigen euch die Pro Series, die besten und interessantesten Spiele des sechsten Spieltages heute. Nun, ich habe vielleicht ein bisschen vorgegriffen, es sind vielleicht nicht ganz die besten und interessantesten Spiele des sechsten Spieltages, denn wie immer, einige Spieler konnten nicht und so mussten wir uns heute anstelle von Mighty X und Tagor zufrieden geben mit Twinsen. Und gegen wen spielt er gleich? Twinsen spielt gegen Horror, seinen Team-Ally. Das ist vielleicht nicht ganz so interessant. Sorry da nochmal an all die Undead-Fans, die heute eine Undead-Begegnung sehen wollten. Aber ich denke auch, dieses Spiel wird ein wenig unterhaltsam werden. Und ihr hört es vielleicht schon, meine Stimme ist etwas mitgenommen, denn wir waren die letzten Tage auf der CeBIT in Hannover. Die CeBIT 2004, 7 Tage haben wir auf dieser Veranstaltung verbracht. 7 Tage mit super spannender Unterhaltung, zum Beispiel Shuttle-Präsentation, ATI-Präsentation, Sennheiser-Präsentation, aber auch Cherry-Präsentation. Zwischendurch hatten wir dann auch einmal ein wenig Warcraft 3 dabei, nämlich am Wochenende den Warcraft 3 Shuttle Cup auf der CeBIT 2004. Und das Ganze war auch tatsächlich wirklich interessant. Wir hatten dort Spell und Hasu Ops vom Team Mouseboards und Miu vom Team Schrödkommando als auch Commander CD, auch eher ein Spieler aus der Pro Series. Das waren wirklich hochkarätige Spieler und die haben ein Top-Turnier geliefert. Gerade die Spiele zwischen Spell und Miu, den beiden Human-Spieler, hätten spannender kaum sein können. Und ob man es glaubt oder nicht, Spell war meiner Ansicht nach noch einmal eine Klasse besser als sein ebenfalls auf Humans spielender Kontrahent Miu. Diese Spiele waren wirklich, wirklich spannend. Wir werden leider davon keine Videozusammenschnitte rausbringen, aber wir können uns sicher sein, auch in Zukunft werden wir die beiden Spieler mit Sicherheit noch sehen. Und da Spell ja immer mehr in Richtung 16 Jahre rückt, wird er vielleicht auch in der nächsten Pro-Series-Saison mit anwesend sein. Wir wollen es zumindest hoffen, denn er ist mit Sicherheit eine der größten Bereicherungen in der deutschen Warcraft 3-Szene. Wie dem auch sei, wir zeigen heute Abend zuerst Horror Furthest Twinsen, das zweite Spiel wird dann sein Kukian gegen Storm und deswegen sitzt auch Storm, mein werter fachmännischer Co-Moderator, heute nicht hier und moderiert gemeinsam mit mir, sondern ich bin wieder einmal alleine hier. Aber das heißt nicht, dass ich nicht genug zu sagen habe und vor allem nicht, dass ich nicht schnell genug reden kann, das werdet ihr gleich sehen, denn wir moderieren als erstes Twinsen gegen Horror und die befinden sich schon auf dem Server. Nichtsdestotrotz schauen wir vorher nochmal in die Tabelle von der Pro Series in Warcraft 3 und schauen mal kurz, wie es denn zwischenzeitlich aussieht. Ich muss sagen, ich habe mich schlecht vorbereitet auf die Sendung, ich weiß es selber im Moment gar nicht, kann hier nur klicken und mal anschauen und mit euch gemeinsam darüber philosophieren, wie es denn aktuell aussieht, wenn diese Webseite denn mal laden würde. Die ISL ist im Moment sehr, sehr langsam, liegt daran, dass wir wieder nur wieder mal 3700 User, wie ich hier gerade sehen habe, sehr auf der Webseite haben. Daher dauert das entsprechend lange, aber ihr könnt euch sicher sein, wir kaufen natürlich aktuell wieder neue Server, um der regen Nachfrage und den Abrufen gerecht zu werden. So, hier, Rangliste, da klicken wir einmal auf mehr, wir sehen ganz oben Miu mit 15 Punkten, der ist immer noch ungeschlagen, 5 Matches hat er gewonnen, keine einzige Niederlage, dann direkt dahinter folgt für mich die Überraschung der Saison bis jetzt, Dark, da will ich mal kurz gucken, gegen wen der bis jetzt gespielt hat. Hat gespielt in der laufenden Saison Nummer 4 gegen Horror, Tagor, Rakor und Texan. Nun gut, also Horror, Rakor und Texan gehören jetzt für mich nicht unbedingt zu den Favoriten der Saison, er hat also die 4 Siege vor allem durch, ich sag mal, Spiele gegen nicht unbedingt die Favoriten jetzt hier geholt. Tagor, nachdem ich ihn am Wochenende auf der CeBIT auf dem Intel Friday Night Game am Freitag gesehen habe, muss ich sagen, ich klassifiziere ihn wieder unter den oberen 6 ein. Er ist wirklich wieder gut geworden, nachdem er ja mit dem Jahreswechsel und zu Beginn der Saison einen absoluten Durchhänger hatte. Man hat gemerkt, er hat nicht trainiert, aber der Junge war wieder richtig gut drauf und er hat Miu in dem Showmatch auf dem Intel Friday Night Game am Freitag richtig, richtig Schwierigkeiten bereitet und wieder mit einem hervorragenden Micro, wie wir es von ihm auch aus alten Zeiten gewohnt sind, sich präsentiert. Direkt dahinter Taker, 3 Siege, eine Niederlage und das gleiche gilt auch für das Verfolgerfeld von ihm, Lash, Storm und Twinsen. Danach dann Kukian, der schon 2 Niederlagen hat einstecken müssen. Bei dem interessiert mich, gegen wen er verloren hat. Schauen wir mal kurz. Er hat verloren gegen Miu und Taker. Taker, wahrscheinlich war er darüber selber ganz besonders sauer, denn es ist auch ein Ork-Spieler und er hätte ihn schlagen müssen. Das ist für mich auch so ein bisschen ein Indiz dafür, wer von beiden macht's denn in die Finals. Also ich glaube, Taker oder Kukian, einer von beiden wird in den Top 4 landen, aber ich hätte eigentlich auf Kukian getippt. Vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt. Gegen Miu zu verlieren, weiß Gott, keine Schande, das wissen wir ja auch. Er ist der absolute Favorit. Dahinter direkt Rakor, auch für mich überraschend, dass er überhaupt es geschafft hat, 3 Siege zu holen. In der letzten Saison war es, glaube ich, nur ein einziger Sieg für ihn in der gesamten Saison. Diesmal sind es schon 3, genauso 3 Niederlagen, klassifiziert sich so genau im Mittelfeld. Tagor hat 2 Spiele nur verloren, 3 gewonnen. Für ihn jetzt die Chance, Anschluss zu finden an das Spitzenfeld. Vielleicht schafft es ja tatsächlich noch in die Finals. Mein Tipp ist, es wird ganz, ganz knapp bei ihm.
Mighty Axe für mich überraschenderweise nicht unter den Top-Spielern zu finden. Horror ebenfalls nur einen einzigen Sieg diese Saison. Eli mit einem einzigen Sieg. Ihm hätte ich es nur wirklich gegönnt, dass er ein bisschen mehr Leistung gezeigt hätte, aber nach wie vor ist es für ihn das Fun-Spiel. Commander CD, der Aufsteiger in dieser Saison, klanlos bis jetzt immer noch ein Sieg, vier Niederlagen. Er respektiert die gute Leistung, die hervorragende Leistung von allen anderen Spielern. Ich habe mich mit ihm unterhalten am Freitag auf dem Intel Friday Night Game. Er ist ein sehr sympathischer Mensch, der, muss ich sagen, ganz klar, wenn jemand besser spielt als er sagt ganz klar, das war einfach der bessere Spieler, ich muss noch viel lernen. Er kommt ja aus der Command Conquest Generals Ecke. Das haben wir auch mitbekommen, als er sich qualifiziert hat für die EPS. Von daher, ich bin froh, einen solch sympathischen Spieler hier mit in der Pro Series zu sehen und jemanden, der vor allem noch viel, viel Motivation hat, sich weiterzuentwickeln, trotz seiner schon 27 Jahre, die er schon alt ist. Andy, ein Sieg, vier Niederlagen. Für mich der Spieler, der irgendwie sich immer durch die Pro Series schlägt. Gegen wen? Der einzige Sieg ist hier noch nicht eingetragen. Vielleicht war das auch gegen Hain und ist rausgeschmissen worden, dieses Spiel. Das weiß ich nicht ganz genau. Texan mit fünf Niederlagen. Er ist auch Aufsteiger in der EPS 4, aber für ihn sieht es ganz, ganz schlecht aus. Obwohl er ein enormes Micro immer an den Tag legt, zumindest das ist das, was die Analysen der Replays zeigen, ist es bei ihm doch irgendwie scheinbar so, dass er gar nicht richtig ins Spiel reinkommt. Ich habe ihn einmal persönlich gesehen auf dem Intel Friday Night Game in Hamburg. Da hat er eigentlich einen recht zuversichtlichen Eindruck gemacht, meinte, ich komme jetzt langsam wieder rein, ich trainiere viel auf LANs, ich habe jetzt mit meinem Clan die Chance, durch die Finanzierung auf die LANs zu fahren, werde da wirklich auf den LANs meine Erfahrungen sammeln und mich weiter skillen, aber bis jetzt sieht es noch nicht ganz so aus. Texan, ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Glück. Er ist ja im Team DOS gewesen, ist anscheinend jetzt zu Team 64 IMD gewechselt, in das neue Team 64 AMD Deutschland Squad. Von daher, vielleicht wird es damit alles besser. Wir wissen es noch nicht. Nun gut, bevor wir weitermachen, ich auch noch natürlich vorstelle die neue Replay-Datenbank. Auch die muss man gesehen haben in der DSL. Und ein bisschen was zu WC3L erzähle. Und ein bisschen was erzähle zum Event, was wir am Wochenende haben, nämlich in Paris. All das erzähle ich euch später. Aber nein, eins habe ich vergessen. Ihr müsst auf jeden Fall jetzt buchen. Es gibt nämlich freie Slots. Jeder, der hier auf dem Stream ist, sollte das wissen. Schauen wir mal kurz auf die, wo ist die ISL-TV-Seite. Um 20 Uhr ist die Anmeldung für die freien Slots für das Event am Wochenende freigeschaltet worden. Hier sehen wir sie auch schon. Und ist da noch was frei? Wo ist der? Additional Slots free. Hier ist es. Im Moment 88% gebucht, 88% sind gebucht. Ihr habt noch die Möglichkeit, jetzt noch 12% zu belegen. Bucht schnell, es ist kostenlos. Und es ist das große Finale am Wochenende der WC3L Season Nummer 4. Ist es das Finale. Zwischen Armor Team wird es gespielt und 4 Kings. Eine wirklich spannende Begegnung. Ich, mein Team natürlich und ich, wir fahren nach Paris und werden es dort live für euch übertragen auf ISL-TV. Es sind Spitzenspieler dort vor Ort. Natürlich, jeder kennt sie von 4 Kings und Armor Team. Aber es sind auch einige Special Guests dabei. Ich kann da nun mal den Namen APM70 oder aber auch Deadman einwerfen. Dieser Spieler aus Russland, ein ganz, ganz bekannter Spieler. Es ist angeblich so, dass er dort auch vor Ort sein wird. Aber das alles nur Gerüchte. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, das Ganze ist umsonst, wenn ihr einen Slot auf dem Gratis-Server erwischt. Also bucht ganz, ganz schnell und wie ich euch kenne, macht ihr das natürlich auch sofort. Ich brauche nur auf Reload zu klicken und schon sind die Slots weg. Na, so ganz so schnell ging es noch nicht. Immer noch 90%, aber die Prozentanzeige steigt rasant. Also, bucht dort schnell. Wir schalten um zum Warcraft 3-Spiel zwischen Horror und Twinsen. Wir geben einmal das Signal hier, ob die Spieler auch ready sind. Die Spieler scheinen bereit zu sein und damit geben wir das Startsignal. Es wird gespielt Nachtelf Furthest Orc auf der Map Twisted Meadows. Da ist alles möglich. Twinsen grüßt auch nochmal, wie ich hier im Chat sehe, das gesamte ISL-Team. Wir haben ihn ja auch gesehen auf dem Intel Friday Night Game, mal wieder persönlich in Hannover am letzten Freitag. Hat mich sehr gefreut, auch ihn, unseren Spieler aus dem hohen Norden in Deutschland kommend zu sehen. Vielleicht startet jetzt auch nochmal jemand das Spiel hier. Das ist der gute Raccoon, auf den wir hier warten, der hier den Server stellt. Er hat Start gedrückt, die Observer-Slots sind sämtliche belegt und wir starten das Spiel auf Twisted Meadows. Es ist die erste Map, hier gespielt am 6. Spieltag auf Twisted Meadows, EPS Pro Series Saison Nummer 4, das Spiel zwischen Horror und Twinsen, Nachtelf Furthest Orc. Und Horror hier in gelber Farbe startend, Twinsen in braun. Und die Startposition. Direkt diagonal gegenüber voneinander starten die Spieler hier. Twinsen in brauner Farbe als Orc und der Server laggt hier einigermaßen, wie ich sehe. Das scheint den Spielern auch noch gar nicht so zu schmecken. Hier kommt direkt ein LOL, ein Roffel von beiden Spielern. Mal schauen, ob sie es tatsächlich
dabei belassen. Etwas strange hier im Moment, der Bild von Horror. Hier sehen wir den Ancient of War. Jetzt kommt die Moonwelt. Also bei ihm kein neutraler Held. Twinsen beschwert sich weiter. Tollen Host hast du da, Horror. Horror kommentiert mit, wenigstens habe ich Freunde. Nun gut, das alles will ich vorerst mal unkommentiert lassen. Wie gesagt, ich bin gestern erst wiedergekommen aus Hannover. Direkt hier wieder im Studio für euch mit unserem Equipment, auch mit unserem Regiemann Thorsten Schmitz, der natürlich wieder fleißig hier an den Hebeln sitzt, um euch entsprechend gutes Futter für euren Windows Media Player zusammenzustellen. Anstrengend war das Ganze, 7 Tage Dauermoderation. Das gesamte Team hier muss sich erstmal erholen. Sorry, ich habe falsch kommentiert und das ist natürlich auch eine der Nebenwirkungen dieses Events. Es ist natürlich nicht der Alter gewesen, es ist ein Ancient of War gewesen, den hier Horror zuerst aufgesetzt hat und damit ist es ein Neutral Hero bei ihm. Jetzt kommt erst der Alter und ein Wisps hier sofort rausgeschickt auf dem Weg zur Taverne, während auf der anderen Seite ein Peon von Twinsen scoutet. Und für Twinsen ist es der Blade Master als First Hero. Und den Blade Master haben wir ebenfalls gesehen bei Tagor am letzten Freitag. Auch bei ihm war der Blade Master der erste Held, den er genutzt hat. Und es war ein unglaublich spannendes Spiel, was er mit diesem Blade Master gemacht hat. Ich habe noch nie einen Spieler so gut mit dem Blade Master arbeiten sehen. Es war extrem spannend. Ich kann jedem nur das Replay empfehlen. Ich hoffe, es ist schon hochgeladen worden. Das Spiel lautet Tagor vs. Miu. Und wenn ich mich recht erinnere, war es die Map Two Rivers, auf der mit dem Blade Master als First Hero von Tagor gespielt wurde. Jetzt, nein, es war Turtle Rock. Jetzt erinnere ich mich. Turtle Rock war die Map. Jetzt der Blade Master hier. Mitgenommen das gesamte Portfolio. Scroll of Speed, Potion of Lesser Clarity und Healing Selves. Der neutrale Hero, den Horror gewählt hat, ist hier der Beast Master. Nutzt hier das Quill Beast als First Skill. Während hier der Blade Master, bevor dann im ersten Archer von Horror begegnet, ihn sofort angreift, direkt Windwalk genutzt und kann den ersten Archer ausschalten. Aber es geht sofort weiter für ihn. Während sich hier Horror nicht recht entscheiden kann, startet er den Creep oder nicht. Das zweite Quill Beast jetzt und startet den Creep. Direkt ein sehr starkes Creepset, was er hier angeht. Aber darauf scheint er sich lang genug vorbereitet zu haben. Und so klappt das hier mit dem Creepen, während auf der anderen Seite hier von Twinsen weiter geharrast wird. Er sucht hier nach den Wisps. Dort findet er einen weiteren Horror, zieht den sofort zurück. Weiß, dass hier der Gegner auf dem Weg ist, um ihn zu stören bei diesem Manöver. Aber ob dieser Wisp einfach nur flüchtet oder nicht, vielleicht doch auf dem Weg ist hier zur Echse. Das sieht mir eher nach dem Weg zur Echse aus. Hier kommt... Wird jetzt hier allerdings, nein, wird fast von den Gnolls hier, von den Creeps entdeckt. Die schlafen jetzt erstmal weiter und hier auf dem Weg zum Creep. Level 2 in der Sekunde für den Beastmaster, aber jetzt kommt Horror hier, Twinsen hier mit seinem Blademaster und jetzt muss Horror aufpassen, denn 2-3 Schläge vom Blademaster und sein Beastmaster kann hier die Show aufgeben. Den letzten Schlag Twinsen hier beim Troll, kassiert damit die Experience. Und sämtliche Archer zunächst mal getarnt von Horror, der über die Außenflanke hier quasi seinen Beastmaster zurück in Richtung Base schickt. Schauen wir in seine Base. Tree of Life, er baut hier ein weiteres Moonwell. Es wird nichts derzeit produziert bei ihm, er hat 380 Gold. Und Twinsen wartet hier weiter. Er schickt hier einen Peon in Richtung Goblin Laboratory. Das ist vielleicht hier... Ein Zeppelin für ihn. Während bei ihm Barracks gebaut werden, das Upgrade auf Tier 2 ist fast abgeschlossen. Wormel hat er bereits gebaut. Was macht der Peon hier? Es ist ein Zeppelin für ihn. Dann vielleicht Demolisher Harassing. Mit dem Zeppelin und seinem Helden, während hier ein Hawk scouten geschickt wird. Potion of Lesser Clarity genutzt vom Blade Master, regeneriert so ziemlich flott hier wieder Mana und der nächste Creep direkt von Horror. Mit 5 Archern, dann 2 Quill Beasts geht er hier direkt auf den Rock Golem Level 6. Kann ihn hier relativ zügig ausschalten. Auf der anderen Seite schauen wir in die Base von Twinsen. Hier ist es als Second Hero der Farseer und Demolisher sind es bei ihm.
der hier mit seinem Blade Master einige Wisps entdeckt hat am Mercenary Camp von Horror, lässt das Ganze unberührt. Weitere Wisps hat Horror hier zwischen dem Goblin Lab und der Goldmine hier auf der Südposition versteckt. Und jetzt kommt Twinsen hier. Stört wieder beim Creep. Sehr schön hier einen Archer ausgeschaltet. Direkter Angriff auf den nächsten. Auch den kann er ausschalten. Schön gemacht von ihm. Fast Level 2 für seinen Blade Master. Aber bereits Level 3 für den Beastmaster. Also schon ein recht großer Experience-Unterschied. Das Creepen hat sich hier bezahlt gemacht. Bis jetzt für Horror. Und Twinsen muss sich zurückziehen. Denn 150 Hitpoints noch sein Blade Master. 55 Mana. Auf der anderen Seite jetzt ebenfalls der Farseer. Wo ist der Zeppelin von ihm? Ein weiterer Demolisher kommt hier. Blade Master zieht sich zurück. Der Farseer creept währenddessen. Und hier kommt der Zeppelin mit einem Demolisher und zwei Peons. Das könnte heißen, was ich eben prophezeit habe, Zeppelin hinter die gegnerische Base. Wirft jetzt hier entsprechend den Wald frei mit einem Angriff, um dort gleich seine Peons abzuladen und von dort aus einen Tower-Angriff zu starten. Da kommt der erste Tower. Schön versteckt hier im Wald. Weiterer Creep zu der Zeit von Horror, der jetzt hier mit einem Level 3,5 Beastmaster unterwegs ist. Kein Problem für ihn. 34 Versorgung. Hat gefunden Scroll of the Beasts, das Legion of Doomhorn. Zurück in der Base von Twinsen sind es jetzt ebenfalls Troll Batrider. Zweite Hero, Second Hero, wieder ein Neutral Hero, der Dark Ranger. Und den sieht man immer öfter in jüngster Zeit. Allerdings bin ich es gewohnt, diesen Hero dann als First Hero zu sehen und nicht als Second. Allerdings wird jetzt hier das Katapult entdeckt von Twinsen und das könnte für Horror ein Indiz sein dafür, was Twinsen dort ausgeheckt hat, denn dort unten ist kein Goblin Lab. Er müsste sich jetzt wundern. Die ersten zwei Tower stehen jetzt hier. Twinsen mit 660 Gold und 130 Holz, genügend Ressourcen. Gucken wir zurück in seine Base. Farseer und Blademaster. Blademaster Level 2 mittlerweile. Farseer noch immer Level 1. Der erste Troll Batrider ist bereits hier und der Upgrade auf Tier 3 bei ihm. Zweiter Demolisher wartet hinten in seiner Base. Und Horror auf dem Weg zurück in seine Main. Die Frage ist, hat er entdeckt, was hier abgeht oder scoutet er dort jetzt endlich? Geht zunächst nur zu seinen Moonwells. Die Archer gehen allerdings weiter. Nein, auch die heilen sich nur. Er hat noch nicht entdeckt, was hier abgeht. Und schickt sich hier an auf den Weg zum nächsten Creep, so wie es aussieht. Dark Ranger, die Archer und der Beastmaster auf dem Weg zum nächsten Creep. Sehen wir bereits eins der Dark Minions, die hier vom Dark Ranger gecastet werden, wenn er entsprechend mit beim Creepen anwesend ist und die Creeps finishen kann. Und auch der nächste Creep jetzt endlich für Twinsen, der weiterhin hier fleißig Tower baut. Und dieser Tower ist schon relativ weit vorne. Level 4 bereits der Beastmaster. Und Level 2 der Dark Ranger nach diesem Creep. Dort haben wir Level 2. Schauen wir nochmal zurück in die Orc Base. Hier sind es. Hier ist jetzt das Upgrade, das Liquid Fire Upgrade für die Troll Batrider. Und hier wird einer der Batrider nach drüben geschickt, in Richtung Base von Horror. Der allerdings hier ein Ancient of Wind etwas außerhalb aufbaut, ungesehen vom Gegner. Und jetzt der Tower-Angriff von Twinsen. Direkt auf den Altar. Jetzt kommt der Troll Batrider mit hinzu und auch er greift natürlich den Altar an. Ist jetzt das Upgrade, das Liquid Fire Upgrade schon fertig? Der Creep läuft währenddessen noch von Horror. Der hat ein Problem auch im Moment mit seinen Hitpoints hier. Nur 260 Hitpoints beim Beastmaster. Er ist ziemlich angeschlagen. Was findet er hier? Staff of Silence gefunden. Und Creep hier zu Ende. Er muss aber bemerkt haben, was hier passiert. Jetzt ist der Altar von ihm down.
Wohin geht's mit den Wisps? Zunächst wieder in den Wald hier. Direkt, die Cutters werden gedroppt hier vom Zeppelin. Greifen sofort natürlich hier im Wald die Wisps an. Sofort wieder in den Zeppelin zurück und der Town Portal von Horror zurück in seine Echse. Horror hat den ersten Druid of the Talon und auch ein Hippogriff hier mit an Bord. Hier steht noch immer sein Ancient of Wind, das Produktionsgebäude. Und auch eine Echse von Twinsen. Also eine wirklich abgefahrene Strategie, die ich hier von ihm sehe. Expandiert bei einem Tower Rush. Es sind zwar nur 4 Tower. Aber auch das hat natürlich Ressourcen gekostet. Dementsprechend klein ist aber auch seine Armee. Wir sehen 64 Versorgung im Moment für den Nachtelfenspieler und 38 nur für Twinsen. Das ist natürlich ein sehr großer Unterschied. Ebenfalls macht sich der Unterschied natürlich in der Experience bemerkbar. Also Twinsen könnte es schlecht jetzt auf eine direkte Konfrontation im offenen Feld ankommen lassen, würde er in jedem Fall verlieren. Hat im Moment 1400 Gold auf seinem Konto, Twinsen. Auf der anderen Seite sind es 120 Gold nur bei Horror. Twinsen muss sich wieder zurückziehen aus der Base, denn hier steht geschlossen, stehen hier die Einheitenverbände von Horror. Jetzt kommt die erste Balliste von Horror. Sofort greift er hier Wald an, versucht hier natürlich auch erstmal die Bäume wegzupumpen. Jetzt kommt der Angriff auf die Tower von Twinsen, der sofort hier reparieren kann. Hier kommt sofort sein Zeppelin, setzt die Demolisher ab. Die sind noch nicht in Reichweite von dem Glaivethrower hier, von dem gegnerischen Siege Unit. Sofort wird wieder die Echse von Horror, die Entangled Goldmine, hier angegriffen und wieder abgebrochen. Horror mit 460 Gold im Moment hat hier eine Echse, die läuft, hat weitere Produktionsgebäude, hier sein Altar mittlerweile wieder aufgebaut. Und berechtigt fragt immer noch einer der Observer, auf was Twinsen spart. 1700 Gold bei Twinsen. Was macht er mit der ganzen Kohle, kann man sich nur fragen. Ein zweiter Troll Badrider bei ihm. Seine Echse steht in wenigen Sekunden, aber seine Helden machen nichts außer Creepen derzeit. Level 2,5 für beide Helden, Blademaster als auch Farseer. Aber Twinsen scheint die Echse entdeckt zu haben von Horror. Hier entdeckt er sie. Und Horror muss sich da etwas entscheiden. Jetzt kommen seine Hippogriff Rider und greifen hier Twinsens Tower an. Können sich aber nicht zu nah ranwagen, denn die sind mittlerweile auch mit dem Verteidigungsupgrade hier ausgestattet. Der Glaivethrower allerdings, hier ist es, der immer wieder viel Damage macht von oben. Jetzt hier ein weiterer Drop von Twinsen mit seinen Demolishern. Hat entsprechend hier auf der Plattform freigemacht. Wird dort natürlich jetzt mit dem Zeppelin hoch und wieder droppen, um dann hier die Echse von Horror anzugreifen. Ein abgefahrenes Spiel, was wir hier sehen. Jetzt schafft es endlich Horror hier, den Tower-Angriff abzubrechen. Entangelt sofort wieder die Goldmine hier. 700 Gold auf seinem Konto und es schafft Twinsen hier auch diese Echse abzubrechen. Echse ist down von Horror. Im Moment hat er keine Chance, Gold zu ernten, Gold zu sammeln. 1900 Gold auf Twinsens Konto. Was macht er mit dem ganzen Geld? Es ist unglaublich, wie er hier mit 3-4 Demolishern und einem geschickten Tower-Angriff hinter der Main von Horror diesen so, ich sage mal, in seiner Base zurückhalten kann. Horror hat keine Chance, kommt hier nicht in die Offensive. Und auf der anderen Seite hat Twinsen auf seinem Konto immer noch 1600 Gold. Allerdings jetzt der Zeppelin hier gestoppt von den Hippogriff Ridern. Die waren da einfach was schneller. Ebenso hier kein Detonate gegen die Hippogriffs. 4 Hippogriffs sind das. Und die Demolisher werden wahrscheinlich nicht mehr heile zurückkommen. Jetzt hier der Blade Master zur Stelle. Teleportiert sich, um mit den Demolishern gemeinsam in die Base zurück zu teleporten. Twinsen mit 2000 Gold mittlerweile. Mein Gott. Also Spielziel etwas verfehlt von Twinsen. Hier gibt es keine Zinsen auf gespartes Geld. Hier gibt es nur Rendite, wenn man Einheiten baut. Irgendwie hat er jetzt auch noch seinen Farseer hier vergessen. Das haben wir gerade fast verpasst. Farseer ist stehen geblieben. Wird entdeckt von den gegnerischen Einheiten. Kommt sofort die Krähe hier. Farseer down auf 120 Hitpoints. Natürlich kann er sich jetzt nach Belieben Items kaufen, denn davon hat er wirklich genug. Da kommen die ersten Troll Bad Rider wieder, um hier gegen Hippogriff Rider zu verteidigen. Und er hat auch noch übersehen. Hat sich hier einen Third Hero geholt. Den hat er auch vergessen.
Also ganz, ganz seltsames Spiel. Anfangs dachte ich, enorm gutes Micro hier von Twinsen, um diesen Tower-Angriff durchzubringen. Aber jetzt zum Schluss muss ich sagen, was macht er mit seinen Heroes? Schlechte Hero-Control. Hat fast nichts gegen die gegnerischen Air-Units. Jetzt auch noch hier die Druid of the Talon dabei. Seine Echse steht zwar jetzt, aber Twinsen mit 2400 Gold immer noch unterwegs. Was will er mit der ganzen Kohle machen? Absolut unverständlich für mich. Die gegnerische Armee frisst sich hier durch, wie durch warme Butter, in die Base von Twinsen, der sich nur noch mit seinen Burrows verteidigen kann. 2600 Gold hat er mittlerweile auf seinem Konto. Hat den Farseer verloren. Jetzt werden die ersten Burrows angegriffen. 59 Versorgung für Horror. Der Blade Master flüchtet mit gerade mal 53 Hitpoints. Versucht hier eine Balliste auszuschalten. Schafft das auch, so wie es aussieht. Also auch Horror hier nicht mit dem besten Micro. Mit 55 Hitpoints, 35 Hitpoints bringt sich Twinsen in Sicherheit. Mittlerweile läuft auch hier wieder die Goldmine von Horror. Ebenfalls entangelt er hier wieder seine Echse. Auch da wird es gleich wieder laufen. Seine zweite Goldmine läuft. Er hat 2100 Gold. Aber er macht damit nichts anderes, als in die Mitte zum Marktplatz zu gehen. Er pumpt jetzt das 3 Beast Cherries. Ich meine, es ist ja schon schön, dass er überhaupt irgendwas pumpt, aber jetzt kann er schon gar nicht mehr weiter pumpen, weil sämtliche seine Burrows down sind. Was für ein seltsames Spiel ist das, mein lieber Twinsen? Was sollte das eigentlich werden? Das sieht mir fast so aus, als hätte er etwas zu viel nordischen Rum getrunken. Und das auch noch zu lange. Alles absolut unbegreiflich. Eigentlich müsste man ein Telefoninterview hier nachmachen. Dummerweise haben wir den Telefoninterview-Server noch nicht wieder bereit. Jetzt, oh sorry, was habe ich jetzt übersehen hier? Wie ist das schon wieder gekommen? Also entweder ich bin zu müde oder das Spiel ist zu kaputt. Auf jeden Fall ist gerade der Dark Ranger gestorben. Liebe Leute, sorry. Das war nicht der Dark Ranger, das war auch noch der Beastmaster. Mein Gott, was für ein Spiel. Also ich muss mir auf jeden Fall von diesem Spiel noch das Replay angucken. Jetzt kommen zwei weitere Burrows nach. 1300 Gold hat Twinsen immer noch. Da kommt ein Kommentar von Twinsen. Wie lol heißt der? Und das würde ich eigentlich auch sagen. Was für ein kaputtes Spiel war das eigentlich? Was sollte das werden? 3000 Gold und macht nichts draus. Und eigentlich ein hervorragender Start von ihm, aber überhaupt nicht weiter vernünftig, konsequent umgesetzt. Eine eigentlich im Kern gute Strategie, die aber eigentlich dann wirklich nicht mehr umgesetzt wurde zu dem, was sie eigentlich hätte werden sollen, nämlich einem einfachen Sieg. Ganz, ganz seltsam für mich das Ganze. Eure Kommentare sind wie immer erwünscht. RauteISL.tv lautet der Channel. Wir werden warten hier auf den nächsten Game Name. Schauen so lange nochmal kurz auf unsere Website und schauen mal, wie viele Buchungen da mittlerweile zu sehen sind. Ich denke, ihr habt den For-Free-Server mittlerweile ausgebucht. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Jeder, der keinen Platz mehr bekommen hat, der darf natürlich gerne das Ganze buchen. Kostet 18 PD, sind 3 Stunden am Samstag. Da machen wir das Warm-up mit den Showmatches zwischen unseren Topstars. Ja, die For-Free-Server sind voll. Und am entsprechend nachfolgenden Sonntag sind wir unterwegs mit dem Finalspiel zwischen Armor Team und 4Kings. Aber das Ganze sind die Finalspiele der ESL WC3L Series. WC3L Series natürlich. Und das ist etwas ganz Neues in der ESL, das wir überhaupt noch nicht vorgestellt haben hier auf ESL TV. Die euch bekannte WC3L, WC3L, Warcraft 3 Champions League, die ist gewechselt und zwar zu ESL. Wir sind technischer Partner und Kooperationspartner der WC3L und freuen uns ganz besonders mit den Kollegen und den neuen Leuten hier im Team in Zukunft noch mehr und noch besser Warcraft 3 übertragen zu können. Neben der Pro Series der Königsklasse im Run-and-Run in Deutschland haben wir jetzt mit an Bord die entsprechenden Clan Wars. Mit der WC3L sicher die hochkarätigsten Clan Wars, die man bekommen kann. Wir werden das natürlich auch live übertragen auf ESL TV, so oft und so viel wie möglich. Alles, was die Moderatoren und natürlich der Programmplan hergibt. Von daher freut euch auf wirklich spannende Matches in der WC3L neben unseren klassischen EPS-Übertragungen am Donnerstag. Abend. Das also zum Thema WC3L. Ihr findet das Ganze vom WC3L-Team, die WC3L, auf der Website der ISL, hier unter der URL www.isl-europe.net/eu/wc3l. Und das ist die Seite. Ganz besonders spannend und ganz besonders schön finde ich die neue Download-Datenbank. Die klicke ich jetzt auch mal an. Die ist wirklich geil geworden, um das mal im Jargon auszudrücken. Das hier ist eine Übersicht über ein Match, was ich gerade mal angeklickt habe. Das wurde gespielt zwischen Armor Team und Identity
Gaming. Hier sehen wir eine Übersicht. Gewinner und Verlierer. Ein Spiel hier zwischen Armor Team Deadman und Elake Duck von Identity Gaming. Und hier kann man sehr schön immer sehen, was der Hero zum Beispiel für Skills gewählt hat, in welcher Reihenfolge, sogar nach welcher Spielzeit. Man kann sich anschauen, welche Gebäude gebaut wurden, wie viele davon zu welcher Zeit sie gebaut wurden, welche Einheiten wurden von welchem Typ gebaut und natürlich zu welcher Zeit weiterhin, welche Items wurden zu welcher Zeit gekauft und gefunden, Actions, was hat der Spieler gemacht. Ganz besonders interessant hier zu sehen, wenn man hier unten auch die RPM-Kurve, also die Actions per Minute sieht, ganz besonders interessant dort auch, was hat er denn gemacht? Hat er da nur schwachsinnig das Select Group Hotkey genutzt? Das sieht man zum Beispiel ganz, ganz oft. Wer war das, welcher Spieler? Einer, der beeindruckende 200 APM hatte, aber der hatte nichts anderes als 2000 Group-Hotkeys gedrückt, aber dafür hat der ansonsten nur Schwachsinn gemacht mit seiner Tastatur, also absolut nicht realistisch und nicht greifbar, dieser APM-Wert, hat überhaupt nichts gebracht eigentlich. Dann gibt's andere Spieler, die assignen die ganze Zeit das Group-Hotkey, die legen sich also immer die Gruppen neu, je nachdem, welche Units jetzt down sind oder neu dazugekommen sind. Das sind alles Werte, die bekommt man hier mit diesem Analyse-Tool raus und ist natürlich ganz besonders interessant für die eigene Strategie und um die Strategie der Spieler herauszufinden. Hier unten die APM-Kurve von beiden Spielern, auch sehr interessant zu sehen. Das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Das ist nicht nur in der ESL WC3L Series zu finden, sondern auch in allen Pro Series Replays. Einfach mal reinschauen. Wir gucken zurück hier. Vielleicht haben wir mittlerweile einen Game Name bekommen. Da ist der Game Name. Da können wir auch direkt das Spiel joinen und ich hoffe mittlerweile bin ich etwas aufgewacht, verpasse nicht mehr, wenn hier ein Hero, zum Beispiel der Blade, der Beastmaster Level 4, 5 down geht und wir erleben hoffentlich auch ein auch etwas spannenderes Spiel hier auf Gnollwood, wieder zwischen Horror und Twinsen natürlich und für Horror wäre das die Chance mit einem 2-0 vielleicht mal einen weiteren Sieg hier für ihn zu verbuchen und mal etwas an seinem ramponierten Image in der Pro Series zu machen. Ich schaue währenddessen mal, was unsere IRC-Zuschauer sagen. Die denken hier auch, weil es mit dem los, hier passender Kommentar, Horror denkt wie ein Döner. Ja, wir kennen ja diesen Ruf von unserem Horror, der als Dönerfreund sondergleichen gilt. Das heißt, es erscheint wohl viel Speisen unserer türkischen Mitbürger zu sich zu nehmen. Deswegen bringt er zu jeder Möglichkeit immer an, dass er gerne Döner isst. Nun ist aber das Spiel endlich gestartet. Die zweite Map zwischen Twinsen und Horror und es wird gespielt Gnollwood. Twinsen hier in brauner Farbe, direkt gespawnt neben Horror, der wieder mal auf Neutral Hero geht. Wir sehen wieder Ancient of War First von ihm. Und beide Spieler sind direkt nebeneinander. 6 Uhr Position für Twinsen und die 8 Uhr Position für Horror. Und ich hoffe, dass es diesmal etwas interessanter wird zwischen beiden Spielern. Zumindest nicht so seltsam, dass ich denken muss, hier der Twinsen hätte irgendwie vorher Drogen zu sich genommen oder zu viel Alkohol. Beide Spieler begrüßen sich nochmal mit einem freundlichen GL, GG, Dödel, du mich auch, sehr liebenswürdig, jo. Das war eine kurze Wiederholung des fünfteiligen Chats von Twinsen und Horror. Wir kennen unseren Horror ja als relativ, wie soll man sagen, ja, offending. Also er tritt da jedem Spieler gerne mal etwas zu nah. Was fragt jetzt die Horror? Hat deine Mama dich wieder zu oft gegen die Wand geworfen? Ist die nächste Frage von Horror und Twinsen. Twinsen fragt, nee, deine. Also schon etwas unter der Gürtellinie, muss ich sagen. Aber vielleicht ist auch das eine der Nebenwirkungen, wenn man einfach zu viel türkisches Kebabfleisch isst. Aber Antworten auf diese Fragen erhalten wir natürlich immer nur dann, wenn wir Horror das nächste Mal persönlich sehen. Und ich hoffe, das wird auf einem unserer Intel Friday Night Games sehen. Dann werde ich all das unseren lieben Freund hier aus der Pro Series, der als Nachtelf unterwegs ist, natürlich fragen und euch diese Antworten dann auf ESL TV präsentieren können. Grunts sind es für Twinsen und der Farseer, der jetzt den Altar verlässt. Auf der anderen Seite Neutral Hero erneut ein Wisp hier im Moment unterwegs. Ein zweiter auf dem Wisp hier zur Taverne auf der 7 Uhr Position. Und wir schauen, welcher Held es ist bei Horror. Es ist der Beastmaster erneut. Also neuer Lieblingsfreund von Horror, der Beastmaster, der früher als Imbalance verschriene
neutrale Held. Twinsen hat die gegnerische Base gefunden, ändert sofort den Kurs, findet sofort als erstes den Beastmaster und zwei Archer, die er sofort mit seinen Farseern hier angreift. Die kleinen Archer sind natürlich ein gefundenes Fressen für den Farseer und die Spirit Wolves. Deswegen, was kann es Schöneres geben, als da direkt hinterher zu rennen? Jetzt allerdings überlegt er sich anders, verfolgt hier erstmal ein Quillbeast mit dem ersten Grunt, den er hier auch hat. Bei ihm in der Base läuft bereits der Attack-Upgrade auf Tier 2 zurück in der Base von Horrors ins weitere Moonwelt. Und Archer. Einfach nur Archer. Twinsen lässt sich nicht beirren. Es geht scheinbar wieder in Richtung Base von Horror. Zumindest mit einem Spirit Wolf. Der Rest der Armee wird wozu genutzt? Zum Creepen vielleicht? So sieht's aus. Nein, kauft sich nur ein Item und das ist Dust of Appearance. Hat keine Lust, dass die gegnerischen Archer sich wieder tarnen und sich so davor schützen, möglicherweise gefinisht zu werden von ihm. Er möchte die gegnerischen Archer haben. Mit einem seiner Wölfe ist er hinterher, hinter Wisps, die hier an der Taverne saßen. Schön gemacht von ihm, gutes Microbeweis da hier. Ist an zwei Stellen aktiv, kann einen Wisp ausschalten. Weiß aber noch nicht, wohin mit seinen Grunts und wohin mit seinem Farseer. Der zweite Wolf nochmals erfolgreich. Und Horror erneut mit einem Forest Troll Shadow Priest, also mit einem Mercenary hier an Bord. Der natürlich nicht nur gut zum Heilen, sondern auch zum Dispellen. Und das ist natürlich sehr, sehr sinnvoll gegen die gegnerischen Spirit Wolves. Einer ist hier sofort dispelled worden von ihm. Vergisst hier seinen Quillbeast mit zurückzuziehen. Das wird natürlich gerne von Twinsen gefinisht, der damit die Hälfte der Experience zu Level 2 erreicht hat. Auf der anderen Seite, Horror von PG wartet vor seiner Base, fast Level 2, sein Beastmaster. Sofort wieder dispelled hier. Die Spirit Wolves, trotzdem kann Twinsen hier den ersten Archer finishen, hat vier Grunts mittlerweile dabei, blockt sehr schön hier den Beastmaster und mit seinem Farseer hinterher, hinter den Archern. Allerdings ist es jetzt Nacht, 23:59 haben wir im Moment im Spiel, das heißt die Moonwells regenerieren relativ schnell und fokussieren jetzt einzelne Grunts, die natürlich sofort versucht werden zurückzuschicken. Der Beastmaster hinterher finisht einen Grunt. Das ist teuer. Aber auch weitere Archer down. Einen einzigen Archer braucht er noch, um Level 2 zu erreichen. Und damit hätte er ebenfalls genügend Mana noch mit an Bord, um hier einmal ein Chain Lightning noch mit zu nutzen. Das ist im Moment der einzige Skill, den der Farseer effektiv nutzen kann. Denn immer wieder ist es hier der Forest Troll Shadow Priest, der die Summonings hier, die zwei Wölfe von Horror, dispelt, so auch jetzt wieder. Aber Twinsen muss sich zurückziehen. Gegen einen Beastmaster, den hier verfolgt, nimmt hier seine Grunts direkt mit zurück. Und so bis jetzt gutes Spiel für Horror, Level 2,5 sein Beastmaster. Schauen wir zurück in die Bases. Double Rex sind es hier. Hier sehen wir das Berserker Strength Upgrade. Second Hero ist der Torrent Chieftain. Natürlich schön mit einer Shockwave durch die Archer rein. Das macht immer wieder Freude beim Zusehen. Da laufen noch einige witzige Videos durchs Internet, in denen ganz besonders tolle Runs hier vom Torrent Chieftain dargestellt werden. Also manche halten den wirklich für den absoluten Überhelden. Ganz besonders gut oder schön anzuschauen, ein solcher Run, wenn man den Torrent Chieftain natürlich auf Level 6 sieht und der räumt ab, geht down. Reincarnation für ihn, ist dann direkt wieder mit im Spiel und kann seinen Run dann finishen. Wir sehen hier die Krähe beim Scouten, die ersten Peens hier, die hier mitgenommen werden von Twinsen. Vier Peens, das ist irgendwie ein bisschen viel. Was will er mit vier Peens jetzt? Ein Tower Rush ohne Demolisher ist auch ein bisschen
seltsam anmutend. Der erste Demolisher kommt jetzt, schickt seine Pins jetzt zurück. Hat er sie jetzt zurückgeschickt, weil der Gegner mit seiner Krähe sie gesehen hat? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hat die das Nachsehen in der Mitte? Naga Sea Witch, Second Hero für Horror. Der hat in der Mitte gecreept. Level 3 fast sein Beastmaster. Level 2 annähernd die Naga Sea Witch auf der anderen Seite. Level 2 der Farsia und Level 1 der Torrent Chieftain. Wieder mal also Experience-Nachteil für Twinsen, der jetzt den nächsten Creep hier startet. Direkt vor der Goldmine. Gnoll Observer, einige Gnolls. Kein Problem für ihn, während auch hier der nächste Creep jetzt hier vorm Shop stattfindet von Horror. Der hat 500 Gold im Moment. Schauen wir in seine Base zurück. Hier ist es ein Ancient of Wind abermals. Tree of Ages, also Tier 2 bereits erreicht. Schickt einen weiteren Wisp hier. Baut einen Tree of Life auf, hier über seiner Base bei der nächsten Goldmine. Das könnte die Vorbereitung für eine Echse sein. Muss dort allerdings noch creepen. Level 2 jetzt für den Thrawn Chieftain. Sentry Wards gefunden. 45 Versorgung für Twinsen. Auf der anderen Seite 43 für Horror. Und es sind weitere Demolisher. Eine Spirit Lodge jetzt ebenfalls hier ganz vor der Base von Twinsen begonnen. Schauen wir mal, ob die Grunts hier Upgrades haben. Kein einziges Upgrade für die Grunts. Und es sieht nach einem Go aus. Nein, das ist kein Go, es ist ein weiterer Creep. Und zwar hier vor Mercenary Camp. Der Hawk mittlerweile Level 2. Wir sehen, wie hier aus der Luft auch ebenfalls die Creeps angreift. Meiner Ansicht nach immer noch etwas zu stark. Der Vogel, die Krähe hier, Level 2. Jetzt kommt Twinsen hier mit dazu. Hat allerdings das Nachsehen. Der Creep ist gerade gefinisht worden. Einziger Vorteil für ihn. Mit Scroll of Speed kann er jetzt hier gegen die Archer sofort punkten. Allerdings sofort der Town Portal von Horror und damit hier ein einziger Archer down. Trotzdem, schöner Run von Twinsen. Jetzt hat er Pins dabei und es sieht nach einem weiteren Tower Rush von ihm aus. Hier kommt ein Ancient of Wonders, ein Moonwells weiter vorne für Horror. 48 Versorgung bei ihm. Hat ja ein Scroll of Healing genutzt. Sein Beastmaster mit einer Potion of Invulnerability und hier kommt der Tower Rush. Der erste Tower wird sofort begonnen, in etwas Abstand. Hier kommt ein Quillbeast und sofort sieht Horror, was da passiert. Bewegt sich nach vorne, attackiert hier sofort den ersten Grunt. Der wird geslowt mit Icefile. Muss sich zurückziehen, der erste Grunt ist down. Der Beastmaster währenddessen konzentriert sich hier nur auf die Katapulte. Jetzt heißt Micro hier und da scheint im Moment das Spiel besser auszusehen für Horror, der hier gut Schaden macht mit seinem Beastmaster bei den Katapulten. Die ersten zwei Tower laufen noch. Die Krähe macht immer wieder richtig viel Schaden gegen die Katapulte und die ist es vor allem, die hier auch das erste Katapult ausschaltet. Twinsen hat hier gerade seinen Farseer schon verloren. Der Torrent Chieftain wird geslowt und damit sieht es für mich nach einem GG auch in diesem zweiten Spiel aus. Es ist der Beastmaster Level 4 mittlerweile. Die Krähe sorgt dann auch noch dafür, dass der Torrent Chieftain fällt, zwei weitere Tower kommen von Twinsen, zwei stehen zwar gleich, aber die letzten zwei Katapulte down und da kommt das GG von Twinsen. So schnelle Spiele hatten wir, glaube ich, noch nie auf ESL TV. Das waren gerade mal 45 Minuten jetzt hier in der Show heute und Twinsen mit einer katastrophalen und absolut seltsamen ersten Map. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, also da muss ich ihn wirklich nochmal gleich fragen im IRC, was er sich dabei gedacht hat bei dieser seltsamen Geldsparstrategie. Ja? Absolut unbekannt, die ist fast so gut wie die neue Strategie von unserem Co-Moderator Alexander Albrecht, der eine Double Graveyard-Strategie bei Undeads gefahren hat. Auch das für mich absolut unverständlich, aber es sind immer wieder diese Höhepunkte, die es ja auch ein bisschen interessant machen. Während auf der anderen Seite Horror damit natürlich leichtes Fressen hatte für ihn, damit der zweite Sieg in der laufenden Saison. Gut, wir können uns damit freuen jetzt auf Storm und unseren lieben Mitspieler. Gegen wen spielt er heute? Kukian von Team Okrana D-Link. Die spielen als nächstes, aber wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die anfangen, denn die denken eigentlich, das Spiel geht um 21 Uhr los. Damit haben wir eine Viertelstunde Zeit. Eine Viertelstunde, die wir verbringen wollen mit etwas guter Unterhaltung. Wir waren auf der CeBIT und haben dort einen unserer Moderatoren losgeschickt. Das ist Nick Adams, den ihr hier auch aus dem ESL-TV-Studio kennt. Und der hat sich ein bisschen über die CeBIT bewegt. Ein paar dieser Szenen möchte ich euch nicht vorenthalten, denn er hat die Leute, die auf der CeBIT an den Ständen standen, ziemlich genervt. Von daher bitte ich unsere Regie, ob die uns das vielleicht kurz einmal einspielen können.
Die Regie sagt mir, eine Minute dauert das. Die Zeit wollen wir der Regie natürlich geben. Regie, soll ich so lange eine Pause machen oder darf ich ein bisschen weiter moderieren? Ich mache eine Pause. Die Regie möchte gerne, dass ich eine Minute Pause mache. Dem gebe ich mich gerne geschlagen damit. Kurze Pause, danach geht es weiter mit einem wirklich interessanten und lustigen Beitrag von Nick Adams. Freut euch drauf. Und dann um 21 Uhr sofort geht es weiter mit der nächsten Begegnung. Die lautet Kukian Furthest Storm. Und da wird es sicherlich etwas spannender in einer Begegnung zwischen wiederum Nachtelf und Ork. Bis gleich. Erstmal fragen. Hi. Yes? Was machen die denn hier? Oh, I can't speak German. Yeah, it doesn't matter, I can speak English. Yep. So, what are they doing here? They're doing, because the dance with the orc and can get one t-shirt there. When they dance with the orc? Yeah. So, is there something capturing the dancing or you only have to dance with the orc? Just follow the oil and can get one free t-shirt. Ja, wir können auch Deutsch sprechen miteinander wahrscheinlich. Ja, aber ich darf gar nicht sagen, zumindest darf ich gar nicht sagen, von wo ich bin, ja. Ja, das ist mir im Grunde genommen auch egal. Ist da eine Capture-Kamera oder sowas, die irgendwas filmt oder tanzt man einfach mit? Auf dem Hauptstand von dem Video übertragen. Ja, voll geil. Will jetzt hier einer mal tanzen? Tanzen! Huhu! Hier die Vertreter von AMD, die wollen nicht tanzen. Ja. Free T-Shirts, Free T-Shirts! Free T-Shirts for dancing! Sieht nicht so aus. Habt ihr hier irgendwie Probleme, ein bisschen Zuschauer zu? Oder müssen. Ja, okay. Dann verstecken wir uns einfach mit der Kamera um die Ecke. Und dann werden wir gleich mal schauen. Wir verstecken uns hier einfach mal und warten, bis hier ein geeignetes Opfer kommt. So. Ich bleib jetzt hier hinten und warte, bis irgendjemand kommt. Und dann springen wir hervor und werden diese Person, die sich hier natürlich komplett lächerlich macht, die werden wir mal ein bisschen ärgern. Da. Eine Frau. Eine sehr musikalische Frau. Bleib doch mal bitte stehen. Nicht wegrennen, nicht wegrennen, nicht wegrennen. Schau mal, willst du ein T-Shirt gewinnen? Ja. Ja. Und zwar musst du hier mit dem Ork tanzen. Du kannst das sicherlich gut tanzen, mit dem Ork. Ah ja. Okay. Mach das mal. Soll ich machen? Ja. Hier haben wir auch noch eine Kandidatin. Du kannst ein T-Shirt. Du musst dich einfach nur lächerlich machen und dann bekommst du ein T-Shirt. Okay. Ist doch super, oder? Ja, super. Und irgendwie wird es dann auf die Leinwand von dem Video übertragen und da sieht es dann jeder. Oh, echt? Ja, echt. Ja. Also, hier haben wir noch jemanden, der tanzen will. Und er hier, er hat auf jeden Fall auch schon den Groove drauf. So. Hier, sie möchte tanzen. Ist das ein bestimmter Tanz, den man da tanzen muss, oder ist das Freestyle? Der Ogertanz. Das ist der spezielle Ogertanz. Der spezielle Ogertanz. Wer hat den entwickelt? Ja, natürlich nicht Nvidia, keine Ahnung. Alles klar, natürlich nicht Nvidia. Ja, Weltklasse. Aber irgendwie bewegt sich der Oger nicht so, wie sie. Also sie kann auf jeden Fall besser tanzen als der Oger. Na super. Ich habe das Konzept immer noch nicht kapiert. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht so helle bin. Kann aber auch daran liegen, dass es total unnötig ist, was wir hier gerade machen. Egal. Wir gehen jetzt mal weiter in Halle 4 und Halle 2 und werden dann zum Intel-Stand gehen, zum PlayStation-Stand und zum Fujitsu Siemens-Stand und werden uns mal anschauen, was Serious Gaming eigentlich bedeutet. Bis gleich. Uah.
So, da sind wir wieder. Das war ein kleiner Beitrag von meinem Kollegen Nick Adams. Den schicke ich in letzter Zeit gerne los, denn der harasst immer sehr, sehr freundlich auf diversen Veranstaltungen. Das heißt, der Junge, der nervt wirklich. Die Regie sagt mir gerade, das wäre alles gewesen auf diesem Tape, aber wir haben mit Sicherheit noch ein Tape. Und die Regie nickt auch schon, denn der hat noch bessere Sachen gebracht. Der hat wirklich vom Feinsten die guten Mitarbeiter an den einzelnen Ständen auf der CeBIT genervt. Und als ich mir das abends angeschaut habe in unserer Wahlheimat in Hannover, muss ich sagen, habe ich mich gut weggelacht. Das möchte ich euch eigentlich nicht vorenthalten. Ich schaue nochmal kurz, ob mittlerweile Storm und Kukian anwesend sind. Kukian ist schon hier. Storm ebenfalls. Damit müssen wir eigentlich gar nicht mehr unbedingt weitere Beiträge zeigen. Vor allem nicht von tanzenden oder Oga-tanzenden Zuschauern auf der CeBIT. Das können wir uns theoretisch auch sparen, wenn das Spiel jetzt losgeht. Hier wird gerade gewählt. Storm und Kukian wählen die Maps. Es lautet Turtle Rock, Two Rivers und Tirisfall Glades. Und damit kann es eigentlich auch gleich losgehen. Kukian, unser Jüngster in der Pro Series, wie gesagt, bis jetzt noch nicht ganz so glücklich unterwegs. Er hat verloren gegen Taker. Das war für ihn keine ganz so grandiose Leistung. Das hat er sich aber auch selber eingestanden. Jetzt ist hier gerade die Frage nach der ersten Map und Kukian kann sich da nicht so ganz entscheiden. Während mir meine Regie sagt, dass wir ein zweites Tape ready haben. Ich würde vorschlagen, wir legen das einfach mal ein, schauen, weil ob wir noch 2-3 Minuten CeBIT-Rundgang mit abspielen können. Hier, bis die Jungs sich hier darüber einig sind, mit welcher Map sie anfangen. Das ist Kukian gerade geworden. Turtle Rock ist die erste Map. Wir lassen die Jungs mal ihren Server aufmachen, spielen mal kurz noch einen kleinen Beitrag von Nick ein und starten dann sofort durch mit dem nächsten Spiel. Kukian Furthest Storm lautet das. Wie sieht's aus, Regie? Gut sieht's aus. Also, viel Spaß mit dem Nick. Also wir sind die beste Unternehmensdienst. Wieso morgen? Das sind ja doch heute, oder? Nee. Ja, morgen ist unsere Standparty. Genau, morgen Abend ist Standparty. Yeah, wo denn? Halle 6. Halle 6. Genau da werden wir morgen erscheinen und uns mal die Standparty von Dolmetschern anschauen. Bis gleich. Dankeschön. Okay, was ist das? Übersetzer, nicht Dolmetscher. Keine Ahnung, was kommt. Check. Wir sind hier am Start von www.ablux.com und ich frage jetzt hier mal, was kann man denn hier abluxen? So. Good morning. Hello. Do you speak English or German? Only English, please. Only English. Where does the name of your company come from? Ablux. Ablux. We was a part of Procom and we are separate. And we in Better he can explain than me. Also sieht so aus, als hätten die von Procom ein Stück von der Firma abgeluxt. Aber wir können jetzt hier mal fragen, where does the name Ablux come from? Oh, we are from Taiwan. Yes. Yes, and we are manufacturer of the web system, tablet PC, even some peripheral like external hard drive, PC camera. Yes. Yeah, and the word Abluxen in Germany means steal, to steal. Do you know that? We don't know. Yeah. Yeah, okay. So so I'm the first who asked you this question? Yes. So now you know it. Abluxen is stealing, so it's a not very common name in Germany for a company. Okay. Actually, we didn't think that much about. We didn't know the A plus is so you say the it's steal? Yeah, to steal Abluxen, so to steal something is okay. Yeah. Steal something. So it's really nice. Thank you very much. Bye. Abluxen. Check, wir sind jetzt hier am Sony-Stand, am iToy-Stand und ich will jetzt mal schauen, ob es hier auch das schlechteste Gerät der Messe gibt und zwar das iToy. Yo, hi. Ich weiß, ihr kennt mich alle, aber das lassen wir jetzt mal außen vor und zwar, ich bin der Quick Nick, genau. Nicht doch. Ich weiß. Hi, grüßt euch. Erzählt mir doch mal, was hier abgeht mit dem iToy. Also ich finde, das iToy ist ein bisschen lächerlich und erzählt doch mal was darüber. Da warten welche auf euch, ihr habt Pause, finde ich nicht schlecht. Das ist ja wieder bei Sony genau das Richtige. Da sind die meisten Promoter, die auch noch Pause machen und auch noch am besten bezahlt werden. Das finde ich nicht schlecht, aber er hier, er sieht so aus, als würde er gerade keine Pause machen. Wie sieht es bei dir aus? Willst du mir ein bisschen hier das iToy vorführen? Gerade nicht, ich bin hier der schlechteste Sänger von allen.
Da kann man auch noch singen damit. Ja, das ist ja ein neues Spiel, SingStar. Ne, SingStar. Ja. Karaoke mit iToy. Ja, dann haut mal rein. Ich kann nicht singen. Alles klar, singen wir mal zu dritt. Keine Ahnung. Mein Gott, ey, ich wollte mich nicht selber zum Affen machen. Ich wollte, dass ihr euch zum Affen macht. Nee. Ich sing hier rein. Ain't no sunshine? Ain't no sunshine when she's gone. Alles klar. Nee, ich muss das hier halten. Und was mit dem Joypad? Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Du musst ja den Ton auch noch mit aufnehmen, sonst hört man nur noch meine üble Stimme hier auf dem Tape. Hey, when she's gone, she's gone, she's gone. Anytime go, he goes away. Anytime when she's gone. Wonder if she's gonna stay. And then sunshine when she's gone. Anytime, so, la la. Anytime she goes away. Okay, genug. Dankeschön. Super geil. Das ist mich, ja? Whoop. Wir sind jetzt hier auf dem richtigen Zonenstand. Da vorne war diese komische Gaming-Konsolen-Area. Und wir werden jetzt mal uns die ganzen anderen Gimmicks anschauen, die hier auf dem Sony-Stand so ausgestellt sind. Und da gibt es hier natürlich jede Menge. Da haben wir hier einmal einen kleinen Fernseher. Den schauen wir uns mal an. Nein, das ist ein Projektor. Fast bin ich drauf reingefallen. Projektoren haben wir schon, interessieren uns nicht. Fachhandel, Geschäftskunden. Alles so Sachen, zu denen ich gar nicht will. Ich will mir hier... Ich will jetzt zu irgendeiner Mieze. Kurz 10 interessiert uns, glaube ich, auch nicht. Aha. Der Daniel Feld. So, mal sehen, ob es hier irgendwas Schönes gibt. Die machen ja, glaube ich, noch andere Sachen. Nicht nur Fernseher, sondern vielleicht auch noch ein paar kleine schöne Gimmicks. So eigentlich useless Elektroschrott, der aber super geil aussieht und mit dem man schön rumspielen kann. Und so Zeug suchen wir jetzt. Sony Ericsson. Oh, hi, Sony Ericsson. Das ist hier der Nachfolger von dem P800, kann das sein? Richtig, das neue P900. Ah, ich habe nur das P800 leider. Ja, dann schnell mal in Halle 26, dann kannst du dir alle neuen Geräte angucken. Kann ich das gewinnen? Bitte? Kann ich das gewinnen? Bei uns kannst du immer nur gewinnen. Okay, und jetzt, verdammt, gute Schulung, muss ich sagen. Lass mich das mal anschauen hier. Kann man da auch hier diese komische Kappe wegmachen, weil das habe ich bei mir, das erste, was ich bei mir gemacht habe, ich habe diese dumme Kappe weggemacht, weil die echt genervt. Ach, sonst von der Menüführung ist genau das Gleiche. Kenne ich alles. Ne, jetzt mal im Ernst. Kann man diese Dinger hier gewinnen oder nicht? Nein, das Handy kannst du bei uns nicht gewinnen. Leider. Oh man, also nur so T-Shirt und den Usual-Schrott, den man auch überall anders kriegt. Ja, Bachelor und so weiter. Du, ich komme hier nicht weg aus Halle 2. Lass dich einfach mal überraschen. Alles klar. Halle 26. Alles klar. Halle 26 waren wir da eigentlich schon? Waren wir, glaube ich, schon. Egal. Tschö. So, das, für was Sony steht, ist natürlich auch relaxing, ein bisschen abchillen. Wir haben hier einen Live-DJ und wir haben hier relativ schöne Sessel und da sitzen die ganzen Businessmänner drin und pennen. Ich gebe mich mal vielleicht hier dazu. Und, wie geht's dir? Hey, gut. Hast ein bisschen gepennt, viel gefeiert gestern? Ja, genau. Also, hier bei euch. Also ist hier die, ich bin nicht von hier, aber hier ist die Sony Lounge, ist doch was Schönes, oder? So, wir müssen den Beitrag von Nick und seine Harassing-Tour auf der CeBIT 2004 unterbrechen, denn wir machen weiter mit Okrana Delinkukian vs. SK Storm. Beide Spieler sind auf dem Server und haben das Spiel in dieser Sekunde gestartet. Gespielt wird als erstes Turtle Rock und beide Spieler, der Nachtelf und der Ork-Spieler, sind direkt nebeneinander gespawnt. Das könnte der entscheidende Vorteil für den Ork-Spieler sein, der möglicherweise mit einem frühen Tower-Angriff hier direkt sehr, sehr viel Druck beim Nachtelf machen könnte. Jetzt hier direkt kurze Pause von Kukian. Wir wissen nicht, warum. Vielleicht klingelt sein Handy, vielleicht muss er noch tapezieren. Wir wissen ja, er zieht gerade um. Ich weiß es nicht ganz genau.
Storm akzeptiert diese Pause und vielleicht ein paar Worte zu Storm. Wir kennen ihn ja, er ist ja ein sehr, sehr enthusiastischer, sehr motivierter Spieler. Aber für ihn hat es dann auf den letzten Turnieren wieder nicht ganz gereicht. Ich glaube sogar auf den, wie heißen sie gleich, WWCL, WCG irgendwas Geschichten. Auch da ist er nur 7. von 8 Spielern geworden, also auch da nicht ganz so gut gelaufen für ihn. Im Moment in der Pro Series hat er allerdings noch alle Chancen. Ich allerdings persönlich denke, er wird im Mittelfeld bleiben. Er wird dann nicht groß unter die ersten 4, 5, 6 Plätze vielleicht kommen. Es wird der 7., 8., 9. für ihn werden. Das ist zumindest meine persönliche Prognose. Aber wir lassen uns vielleicht eines Besseren belehren. Dieses Spiel hier gegen Kukjian wird eins seiner härtesten sein. Das ist ganz klar. Denn Kukjian ist einer der besten Org-Spieler Deutschlands. Barracks Alter von ihm. Auf der anderen Seite bei Storm Late Alter. Und überhaupt kein Produktionsgebäude bis jetzt, kein einziges. Das ist umso riskanter, da sein Gegner ihm direkt gegenüber sitzt. Jetzt kommt der Altar. Immer noch kein Produktionsgebäude. Jetzt sieht er, dass sein Gegner direkt nebenan ist, positioniert hier direkt ein Wisp am Baum, zieht ihn sofort zurück. Das ist ihm sogar zu riskant, jetzt einen Wisp dort möglicherweise zu verlieren. Wisp geht zurück, geht jetzt zur Taverne. Immer noch kein Produktionsgebäude bei ihm. 500 Gold auf seinem Konto. Ein Wisp ist hier in der Mitte. Setzt ihn etwas abseits der Taverne. Auf der anderen Seite ist es der Fass hier als First Hero. Grunts kommen hier vom Ork-Spieler. Auf der anderen Seite jetzt vorgebaut hier ein Ancient of War. Relativ spät der Ancient. Ich frage mich die ganze Zeit, wer der Legastheniker im IRC ist, der hier nicht richtig tippen kann. Suppe On heißt der. Ich glaube, Suppe hat schon mal einen Account for free bekommen von mir. Für seinen wunderbaren Nickname. Allerdings ist das scheinbar auch das Einzige, was er hier richtig schreiben kann im IRC, sein Nickname. Wie dem auch sei. Währenddessen Storm hier mit dem Beastmaster unterwegs und der Farseer von Kukjian sofort mit dem Harris gegen den Beastmaster, sofort mit den Wölfen hier gegen den Beastmaster. Auf der anderen Seite das Quillbeast, das sich hier Seite bei Storm Late Alter und überhaupt kein Produktionsgebäude bis jetzt, kein einziges. Das ist umso riskanter, da sein Gegner ihm direkt gegenüber sitzt. Jetzt kommt der Alter, immer noch kein Produktionsgebäude. Jetzt sieht er, dass sein Gegner direkt nebenan ist, positioniert hier direkt ein Wisp am Baum, zieht ihn sofort zurück. Das ist ihm sogar zu riskant, jetzt ein Wisp dort möglicherweise zu verlieren. Wisp geht zurück, geht jetzt zur Taverne. Immer noch kein Produktionsgebäude bei ihm. 500 Gold auf seinem Konto. Ein Wisp ist hier in der Mitte. Setzt ihn etwas abseits der Taverne. Auf der anderen Seite ist es der Fass hier als First Hero. Grunts kommen hier vom Ork-Spieler. Auf der anderen Seite jetzt vorgebaut hier ein Ancient of War. Relativ spät der Ancient. Ich frage mich die ganze Zeit, wer der Legastheniker im IRC ist, der hier nicht richtig tippen kann. Suppe On heißt der. Ich glaube, Suppe hat schon mal einen Account for free bekommen von mir. Für seinen wunderbaren Nickname. Allerdings ist das scheinbar auch das Einzige, was er hier richtig schreiben kann im IRC, sein Nickname. Wie dem auch sei. Währenddessen Storm hier mit dem Beastmaster unterwegs und der Farseer von Kukjian sofort mit dem Harris gegen den Beastmaster, sofort mit den Wölfen hier gegen den Beastmaster. Auf der anderen Seite das Quillbeast, das sich hier im Moment mit dem Farseer beschäftigt. Aber es sieht besser aus bis jetzt für den Ork-Spieler. Der hat den Beastmaster bereits zur Hälfte down bekommen.
Und er muss sich weiter zurückziehen. Zwei Quillbeasts sind noch immer bei ihm. Ancient of War, ein zweiter jetzt dazu. Er weiß, dass es hier sehr, sehr viel Druck jetzt geben könnte seitens des Ork-Spielers. Ein zweiter Ancient of War hier bei ihm. Die Hunter's Hall steht ebenfalls. Und die ersten Hunts sind hier schon in der Pipeline. In 1-2 Sekunden kommt hier die erste Hunt. Da ist sie. Nachtzeit hat jetzt begonnen. Eine etwas bessere Position für ihn. Da seine Moonwells dann mehr so wichtige Hitpoints regenerieren können. Kukian jetzt hier beim Shop. Kauft sich hier Boots of Speed. Sehr, sehr beliebtes Item. Gleichzeitig creept er hier mit seinen Grunts direkt das erste Creepset vor seiner Base. Das gleiche macht im Moment Storm. Während hier der Fars hier unbemerkt in seine Base schleicht. Jetzt entdeckt er das Creepset. Geht sofort ebenfalls wieder auf SK Storms Quillbeasts. Hat das ausgeschaltet. Fast Level 2 für den Fars hier. Und damit ist er in Experience noch immer vor dem Beastmaster. Der hier auch diesen Creep nicht ordentlich zu Ende bringen kann. Und der nächste Creep von SK Storm. Er nimmt diesmal die Außenposition hier, ganz im Osten der Map, aber schon wieder ist es Kukian, der hier hinten mit hinzukommt. Er stellt sich mitten ins Creepset hier mit seinem Farseer und scheint sich wieder die Experience zu klauen. Schafft das, hat hier die Experience vom Ogre Warrior bekommen. Level 2 der Farseer, ebenfalls mittlerweile aber erst Level 2 der Beastmaster. Ist da etwas zu tief reingerannt. Mittlerweile sind es 4-5 Hunts bei Storm und der Farseer muss sich raus teleportieren. Ganz die glücklichste Position für ihn und damit Storm jetzt, was die Experience angeht, in ungefähr gleich auf. Während nach wie vor mit seinen Grunts Kukian gleichzeitig gecreept hat und jetzt hier auch die obere Position mit den relativ kleinen in grün eingezeichneten Creeps. Bei Storm sind es weitere Moonwells und weitere Hunts, also Mass Hunts, ganz klar die Strategie hier mit seinem Beastmaster bei ihm. Und der nächste Creep von Kukian. Muss etwas aufpassen. Einer seiner Grunts hier bereits im roten Bereich. Bounce den hier sehr schön. Auf der anderen Seite Storm hier bereits das härtere Creepset hier direkt vor der Mine angeht. In rot markiert auf der Map. Den Force Troll Warlord Level 6 schaltet er zuerst auf. Level 2, Ausleihen Level 2 für seinen Beastmaster. Jetzt Level 3 für den Beastmaster. Ein Wisp kommt hinterher, er scheint dort sofort expandieren zu wollen. Second Hero für Kukian ist der Shadowhunter. Warmill ist im Bau bei ihm, Tier 2 hat er erreicht, eine Spirit Lodge gleichzeitig noch hier hinten in seiner Base. Fast Level 3 der Farseer. Scoutet mit seinen Wölfen und entdeckt jetzt hier in der Mitte die zurückkehrenden Einheiten von Storm. Das könnte für ihn natürlich ein Indiz sein, was Storm dort oben gemacht hat. Ein Indiz für eine Echse. Sein zweiter Wolf läuft hier. Sucht die Creep-Spots ab. Während Kukian hier jetzt vor der Base von Storm steht. Das scheint die erste große Begegnung zu werden. Das heißt Huntress versus Grunts. Mal sehen, wer hier die Oberhand behält. Und es sind die Huntress, ganz klar. Storm mit 48 Versorgung, Kukian mit nur 37 Versorgung. Und Storm bereits mit einer Krähe Level 2. Und wir haben ja eben schon gesehen, was das bedeutet. Kukian fragt etwas verwundert, nur so wenig. In der Tat, Storm hat hier sehr schnell Versorgung aufgebaut. Und hier oben sein Wisp bereits zum Expandieren. Jetzt vor seinem Shop. Kukian kauft umgehend hier einige Items. Komplette Palette wieder. Packt die Beans in die Burrows. Ein Grunt wird hier surrounded von Storm. Ausgeschaltet, sehr schön gemacht. Level 3,5 der Beastmaster. Immer noch Single Hero Strategie von Storm. 33 Versorgung für Kukian. Der erste Schaman ist jetzt dabei hier aus der Spirit Lodge. Aber es ist natürlich hier, wir kennen das von den Hunts. Das Bouncing der Handangriffe. Und somit werden immer gleichzeitig mehrere Burrows hier beschädigt beim Angriff der Hunts. Und zusätzlich natürlich noch die Gefahr beim Reparieren werden ebenso die Peons hier von den Hunts mit beschädigt. Immer noch Tier 1. Bei Storm. Es ist halt einfach eine Tier 1 Strategie mit Mass Hunts hier von ihm. Das erste Upgrade, das erste Damage Upgrade hat er erforscht.
Level 4 fast sein Beastmaster gefunden, Cloak of Flames. Das sehen wir auch ganz deutlich beim Beastmaster. Und wieder ein Orc gesammelt. Jetzt kommt die Echse von ihm, aber er muss aufpassen, denn wieder mal schickt Kukian hier einen Spirit Wolf raus und der wird entdecken, was hier abläuft. Was passiert genau jetzt? Kukian sieht hier die Echse, greift diese sofort an, damit weiß auch Storm, dass sein Gegenspieler darüber Bescheid weiß. Und der erneut der nächste Kampf hier mit dem ersten Katapulter. Aber der erste Demolisher, der steht allerdings schlecht, wird sofort angegriffen vom Hawk. Wir wissen, wie effektiv der Hawk gegen diese Unit ist. Und schon ist der Demolisher down. Die ersten zwei Schamanen hier in der ersten Reihe ganz schlecht positioniert. Auch die down, Level 4 für den Beastmaster. Das sieht sehr, sehr gut aus für Storm. 50 Versorgung hat er noch, sein Versorgungsmaximum. Hat jetzt hier die zwei Spirit Wolves abgeschnitten vom Rest der Armee. Und bewegt sich immer weiter nach vorne auf Kukians Einheiten zu. Ein Hand alleine hier, eine Hand schlecht aufgestellt. Die wird er verlieren. Und wieder Belagerungszustand für ihn. Er sollte sich vielleicht erstmal etwas weiter aus der Distanz um den Shop kümmern, anstatt hier seine Einheiten doch meiner Ansicht nach etwas unkontrolliert herumherlaufen zu lassen. Eine Hand wird gepurcht sofort. Jetzt geblockt von Kukians Einheiten. 44 Versorgung mittlerweile für diesen. Und 48 für Storm, der immer noch auf Tier 1 ist. Hat jetzt hier den Ancient of Wonders gebaut und die Zeit spielt ganz klar gegen ihn. Denn ein Tier 2 Orkspieler mit den ersten Demolishern jetzt und ganz klar auf dem Weg in Richtung Echse von Storm. Die steht, hier wird gerade die Goldmine entangled. Und dort wird jeden Moment die gegnerische Armee eintreffen. Auf der anderen Seite, Storm scheint sich zum nächsten Creep zu begegnen, aber unglücklich, wie er da reinrennt. Vor allem mit einer angeschlagenen Hand ganz vorne, verliert eine Hand beim Creepen. Ganz, ganz schlecht gemacht von ihm, meiner Ansicht nach. Hier eine zweite Hand, die jetzt hier noch sehr, sehr viel Schaden einstecken muss. 47 Versorgung für ihn. Jetzt kommt der Town Portal zu seiner Echse, die hier angegriffen wird von Kukian. Rechtzeitig teleportiert er rein, kann allerdings die Echse nicht mehr halten, trotz des Reparaturversuchs. Ganz, ganz schlecht für ihn gelaufen. Zwei, drei Serpent Boards hier jetzt zusätzlich zu den Einheiten von Kukian und er stellt sich den Kampf. Ganz klar hier. 45 Versorgung noch für Storm. Auf der anderen Seite 50 Versorgung für Kukian, der hier gerade mal zwei, drei Grunts noch in der ersten Reihe hat. Vier Stück sind es noch. Und drei Schamanen hier. Aber was für ein Schaden diese Armee hier gegen die Hans anrichtet. 42 Versorgung noch für Storm. Auf der anderen Seite noch immer 50 für Kukian. Allerdings bei dem jetzt auch. Drei, vier Grunts hier fast gleichzeitig down. Und Kukian schafft es, drei von diesen vier Grunts zu retten, obgleich sie noch 10 Hitpoints gerade mal noch haben. Storm verliert alles bis auf seinen Beastmaster. Auf der anderen Seite Level 3 der Shadowhunter, Level 4 der Farseer. Ups, und ich habe mich vertan. Er hat seine Echse halten können. Unglaublich. Ich dachte, sie wäre down. Aber mit dem Reparaturversuch in letzter Sekunde, dadurch, dass er den Fokus auf seine Armee gezogen hat, hat er die Echse halten können. Level 5 fast der Beastmaster. Jetzt der weitere Vorstoß hier von Kukian mit einem Level 4 Helden und einem Level 3 Helden. Der Angriff auf die Echse und damit dürfte das ist tatsächlich endlich gewesen sein. Ich frage mich, warum er noch repariert. Er wird sie nicht halten können. Detonated jetzt seine Wisps und damit ist die Echse von Storm down. Und damit ist auch sein nennenswerter Vorsprung zusammengeschrumpfen. Seine zahlenmäßig überlegene Armee wurde geowned von Kukian. Und zwar heftigst. Weiterhin Kukian jetzt mit dem Tech-Vorsprung immer noch Tier 1 bei Storm. Und die Echse, die er gleichzeitig aufgesetzt hat, ebenfalls down. Von daher Storm in einer ganz, ganz üblen Position. Der Tier 3 Tech läuft bei Kukian. Der hat hier noch weiter gecreept zeitgleich. Nein, sorry, das sind seine gesaveten Grunts. Wie gesagt, die waren alle im schwerroten Bereich. Jetzt hier mit Healing Selves sofort geheilt. Die Schamanen immer noch Adept Rank. Und so sieht es sehr, sehr gut jetzt hier aus für Kukian. Ich würde fast sagen, das ist auf jeden Fall ein Good Game. Ich weiß nicht, wie Storm das noch rumreißen will. Findet hier einen Pin von Kukian, der sich hier durch das Holz schlägt. Aber Kukian braucht sich nicht zu verstecken vor dem nächsten Kampf. Es sind bei ihm 55 Versorgung, gegen gerade mal 35 Versorgung. Und wir haben eben ganz klar gesehen, wie die Huntress hier geowned werden von den gegnerischen Grunts und natürlich von den Katapulten, von den Demolishern.
Und über die obere Flanke kommt jetzt hier Kukian hinein in den nächsten Kampf. Seine Heroes in der ersten Reihe, muss die erst neu sortieren. Auch die Schamanen sind schlecht aufgestellt, aber Storm will zuerst durch zu den Katapulten. Und das ist ganz schwer, die werden sofort hier weggemoved von Kukian. Trotzdem Storm noch auf dem Weg hinterher, verliert dabei einiges an Hitpoints bei seinen Grunts. Jetzt auch noch Lightning Shield eingesetzt und damit drei Hunts down für Storm, bedeutet das gerade einmal noch 28 Versorgung. Sein Beastmaster schafft es zwar hier, ein Katapult auszuschalten, ein weiteres vielleicht jetzt auch noch mit zwei Hunts, die gerade noch so überlebt haben, aber das ist trotzdem nur Level 5 für den Beastmaster und der wird jetzt hier sofort attackiert und wahrscheinlich gepurged. Da kommt der Purge, Scroll of Speed noch genutzt von Kukian und für mich sieht das nach einem sehr, sehr leichten Spiel aus für Kukian. Kein Town Portal mehr dabei, surrounded der Beastmaster. Ich denke, jetzt kommt das GG jede Sekunde von Storm, der sich einfach nur noch geschlagen geben kann mit Tier 1, einem Level 5 Beastmaster. Da kommt das GG. Wie gesagt, Storm, er weiß ganz genau, wann das Spiel vorbei ist. Von daher kann er jetzt ein Good Game und sich geschlagen geben. Für mich nicht unbedingt überraschend, wie ich schon gesagt habe. Storm, er ist zwar ein Oldschooler, ein alter Hase, aber es reicht irgendwie nie gegen die wirklichen Favoriten. Ich erinnere mich an die letzte Saison, da waren wir wirklich überrascht, als er es einmal gegen Jan The Pick geschafft hat, sich durchzusetzen mit einem 2:1 in Maps, hat er einen Sieg gegen Jan The Pick für sich nach Hause geholt. Allerdings war Jan The Pick dort auch bereits in Berlin, wenn ich mich recht erinnere, hat schon studiert. Man kann nicht mit Sicherheit sagen, ob er da an Hochform gespielt hat. In jedem Fall, die Replays waren nicht schlecht, aber hier hat er ganz klar eine relativ schlechte Leistung hingelegt gegen Kukian, der konsequent wie immer gespielt hat. Ja, und so können wir nur warten auf die zweite Map. Und ob es hier auch 2:0 ausgeht, also Storm sich hier geschlagen geben muss gegen Kukian. Wir wissen es noch nicht. Zweite Map ist Tirisfal Glades, so wie es aussieht. Wir warten auf den Game Name. Schauen wir mal kurz ins IRC. Berechtigt regt sich hier Suppe etwas auf. Ja, meine Glatze, die brauche ich nicht zu polieren, mein lieber Suppe. Die ownt einfach auch so. Ansonsten, was haben wir hier? Videotipps von EEDLC Steady. Auch die darf man sich natürlich gerne angucken. Allerdings, liebe Freunde, Aufklärung natürlich wie immer in ISL TV. Seid vorsichtig mit den Links, die ihr anklickt. Ihr wisst, es könnte immer ein Virus sein. Von daher nicht alles einfach anklicken, was mit HTTP anfängt oder mit www anfängt. Das ist mein gut gemeinter Rat an euch. Viele, viele Greeting-Anfragen bekomme ich hier wieder. Die werden aber heute nicht von mir wahrgenommen. Dafür bin ich viel zu müde. Denn, wie gesagt, 7 Tage Cebit, die haben gezehrt. An den Nerven, ihr habt es gesehen, bei Nick, der war so mies drauf, dass er zum Schluss nur noch alle Leute verarschen wollte und konnte. Das hat er allerdings ganz gut gemacht, das muss man ihm ja nur lassen. Wir warten auf den Game Name. Da ist der Game Name fürs zweite Spiel hier. Zwischen Kukian und Storm. Es wird gespielt Tirisfal Glades, eine kleine, kompakte Map, ähnlich klein wie Plunder Isle oder auch Two Rivers. So, die Spieler sind ready. Und so wird das Spiel gestartet. Wieder mal ist Host hier Okana D-Link Klatz. Wir bedanken uns ganz herzlich für diesen Host. Ich möchte unsere Zuschauer natürlich auch, falls ihr später eingeschaltet habt, noch einmal darauf hinweisen, dass wir dieses Wochenende übertragen. Die Warcraft 3 Champions League. Das große Finale wird am Sonntag gespielt zwischen Armor Team und 4Kings. Zwei Spitzenteams im weltweiten Vergleich und wir werden dort sein, vor Ort im neuen Internetcafé in Paris. Gate Run 04 heißt das. Es ist ein wirklich, wirklich schickes Internetcafé. Jeder kann sich die Homepage einmal anschauen unter www.ultimagate.com. Die Homepage sieht ziemlich scheiße aus, das Internetcafé ist aber sehr geil. Schaut euch vor allem die Bilder an. Ebenfalls findet ihr Bilder natürlich auch in der News auf der WC3L-Page www.isl-euro.net/eu/wc3l. Auch dort findet ihr Bilder bei der entsprechenden News. Wir übertragen live samstags die Showmatches und viele, viele Interviews mit den Teilnehmern live aus dem Gate 104 in Paris. Und am Sonntag entsprechend das Finalspiel aus Saison Nummer 4 und natürlich ist das die Überleitung in Saison Nummer 5 und wir werden ab kommender Woche dann auch unter der Woche hier aus unserem Studio übertragen WC3L-Matches zusätzlich zu den Pro-Series-Matches im Run'n'Run hier aus der Saison Nummer 4. Also, Warcraft 3-Fans dürfen sich freuen, denn es gibt noch mehr Unterhaltung mit noch besseren Spielern, auch aus unserem europäischen Umland. Und ich freue mich natürlich ganz besonders nicht auf die Fahrt nach Paris, aber auf die Übertragung in Paris und die ganzen Jungs, die wir dort wieder treffen. Spieler wie Zeus oder, wen haben wir noch dort?
Fatsy, nein, der hat, glaube ich, abgesagt. Wir haben Deadman dort, wir haben Bloody dort, wir haben wer noch alles von Four Kings. Grubby zum Beispiel wird da sein. Ich glaube, ist er immer noch Platz 1 auf Northwind? Ich weiß es gar nicht so genau, lang nicht mehr die Ladder angeguckt. In jedem Fall ein hochkarätiges Line-Up am Wochenende und wir werden sie natürlich alle im Interview haben. Wenn ihr keinen freien Slot auf den Servern bekommen habt, bucht euch einen Slot für 18 PD, eine 3- oder 4-Stunden-Sendung, meiner Ansicht nach ein recht guter Kurs und ich verspreche euch, ich werde euch nicht zu kurz kommen lassen. Ich nehme auch den Nick mit, der wird ein paar schöne Außeninterviews führen, also könnt ihr euch darauf verlassen, dass es gute Unterhaltung am Wochenende wird. Angst habe ich dagegen schon vor dem Hotel in Frankreich, die sind immer ganz komisch. Auch das Essen da ist immer ein bisschen seltsam, muss ich sagen, in Paris. Also die meisten sagen, viele Leute sagen ja, die Franzosen, das wären Gourmets, ja, tolle Speisekarte. Ich muss sagen, ich war vielleicht einfach nicht in den richtigen Restaurants bis jetzt, wenn ich da drüben, vor allem in Frankreichs Innenstadt war. Aber von daher halte ich mich ein bisschen zurück. Vielleicht habe ich ja einfach nicht genug geschaut. Wir kommen zurück zum Spiel, bevor ich jetzt zu viel erzähle. Der Demon Hunter ist es als First Hero diesmal bei Storm und der begibt sich sofort auf die Reise in Richtung gegnerischer Base hier in Richtung Norden auf der Map. Ancient of War sehen wir und die Hunter's Hall, also sind es wieder Hans. Er bleibt bei diesen Units. Während hier ein erster Harris, ein Wisp von Storm wurde hier entdeckt von Kukian. Storm nicht schnell genug reagiert, hat den Wisp nicht zum Detonaten noch genutzt. Hat diesen verloren. Sofort kommt ein neuer Wisp hier auf dem Weg nach vorne. Aber auch der wird sofort entdeckt hier von Kukian. Aber auch Kukian hier mit schlechter Reaktion läuft vorbei an diesem Wisp, der sich hier quasi neben dem Fass hier von Kukian. Zwei Wisps jetzt mittlerweile. Was für Reaktionen beide Spieler hier. Absolut träge. Also Kukian bemerkt den Wisp nicht und Storm bemerkt ebenfalls nicht, dass Kukian seinen Wisp nicht bemerkt hat und laufen hier beide irgendwie parallel nebeneinander her. Also ganz komisches Verhalten. Schlechtes Micro, schlechte Minimap-Übersicht von beiden Spielern. Der erste Mana-Burn, den wir hier gesehen haben, gegen den Farseer, der ist auf 130 Mana im Moment. Will also hier Harrison mit dem Demon Hunter. Tier 2 Tag läuft bei Kukian. Vor Hero Harassing hier, aber es sind weitere Wisps, die hier immer wieder von Kukian ausgeschaltet werden. Auch solche Kleinigkeiten tun weh, die Schmerzen. Immer wieder etwas von der Eco. Es wird immer wieder am Gold und am Holzvorrat nagen. Jetzt muss er allerdings aufpassen, das ist tatsächlich ein Surround hier von Kukian gegen Storm mit seinem Demon Hunter. Der kann gerade noch hier, die Lebenszeit der Spirit Wolves ist vorbei und somit kann er sich da noch befreien aus dieser Situation. Hat aber wirklich Glück gehabt hier. Nicht aufgepasst in diesem Moment. Sofort der Surround hier von Kukian inklusive den Spirit Wolves. Schön gemacht von ihm. Während Storm noch immer hinterherläuft, hinter den gegnerischen Einheiten. Kukian lässt sich auf den nächsten Creep ein. Gerade wollte er den Creep starten, da kommt ihm erneut Storm in den Rücken gefallen, zieht sich zurück. Nichts passiert mit den Spirit Wolves, mit den Wölfen, sofort auf den Demon Hunter. Und der muss aufpassen. Gerade mal noch 296, knapp 300 Hitpoints und 4 Grunts stehen ihm bereits gegenüber. So sollte er sich jetzt zurückziehen. Schauen wir in seine Base. Attack Upgrade läuft, hier 2 zur Hälfte abgeschlossen. Weitere Hunts kommen im Moment nach. Aber direkt einige Grunts auch wieder im Nacken. Sein Demon Hunter mittlerweile bei 169 Hitpoints. Da ist Vorsicht geboten. Demon Hunter in der ersten Reihe kann hier zwar einen Spirit Wolf ausschalten, aber wieder 20 Hitpoints weniger, während der nächste Creep läuft für Kukian. Und Storm ist wieder auf der Suche. Er weiß, dass dieses Creepset hier im Moment bearbeitet wird und fällt wieder Kukian in den Rücken. Mana Burn gegen den Farseer, kann keine Spirit Wolves mehr casten und muss sich jetzt zurückziehen. Versucht hier mit den Hunts die Grunts zu blocken, aber das klappt natürlich noch nicht richtig mit alleine 3 Hunts und sofort hinterher. Allerdings kann der Demon Hunter da nicht mehr in die erste Reihe. 100 Hitpoints noch. Muss sich in Sicherheit bringen, während Kukian sich zurückzieht. Er ist auf Tier 2 bereits angekommen und baut eine Warmill, die kommt etwas spät in seinem Bild. Und der Shadowhunter bei ihm als Second Hero. Storm ist im Tech Tree etwas hinterher. Wenn wir uns die Experience angucken, bei ihm ist es fast gar nichts. Ein Viertel Level hat er sich herausgearbeitet, während hier der Farseer fast Level 2 erreicht hat.
und sofort den nächsten Creep startet. Das beide gilt hier für gleiche für beide Parteien. Und wir haben hier etwas Lag im Spiel, das wundert uns etwas. Monster Lag, schreibt hier Kukian. Der beschwert sich da über den Host, über Okrana D-Link. Klaas, jetzt wird das Spiel hier nochmal sicherheitshalber gespeichert. Und dann werden sich die Spieler überlegen, ob sie hier weiterspielen. Storm hat kein Lag, das scheint hier nur der Fall gewesen zu sein bei Kukian. Schon mal gespeichert. Die andere Partei scheint das Spiel auch zu speichern. Seltsamer Anblick hier im Moment. Alle speichern das Spiel. Wo soll das hinführen? Kann sich Kukian hier dazu entscheiden, weiterzuspielen? Der muss es zumindest nochmal versuchen. Also, es wird mit Sicherheit nicht passieren, dass hier jemand das Replay austauscht. Das würdet ihr wohl gerade noch bemerken, meine lieben Spieler. Da geht weiter in diesem Spiel der Continue. Und der Creep wird abgeschlossen. Level 2 für den Farseer. Auf der anderen Seite dürfte das ja auch jede Sekunde Level 2 für den Demon Hunter bedeuten. Aber Storm, du verlierst doch nicht etwa noch eine Hand hier beim Creepen mit 29 Hitpoints. Meine Güte, Storm. Das war aber nicht Absicht, da bin ich mir ganz sicher. Kukian gibt Entwarnung, funktioniert wieder alles. Potion of Greater Healing gefunden für den Demon Hunter. Auf der anderen Seite der Farseer mit seinen Einheiten zurück in Richtung Base. Hier ist es der Shadow Hunter, der sich Healing Selves gekauft hat und die ersten Grunts hier heilt, die angeschlagen waren. Es sind 37 Versorgung. Double Rex jetzt, eine zweite Barrack wird hier aufgesetzt von dem Ork-Spieler und Level 2,5 der Demon Hunter von Storm, der weitere Creeps hier angeht. Bei ihm sind 36 Versorgung. Schauen wir auch nochmal in seine Base, bei ihm ebenfalls ein Second Hero ist der Keeper of the Grove, also eine ganz klassische Kombination. Ancient of Wonders und der Ancient of Wind. Und ein recht starkes Creepset auch hier schon von Kukian. Runs, ganz wie wir es gewohnt sind. Während er mir mit einem Scout, mit einem Spirit Wolf entdeckt, wo sich gerade Storm befindet. Sich zurückziehen muss mit seinem Demon Hunter, der ist zu sehr mitgenommen von den Creeps eben, von den Creepsets. Gerade mal 180 Hitpoints. Der Demon Hunter zieht sich zurück in Richtung Main. Ein weiterer Wisp hier gefunden. Von Kukian, auch den kann er wieder zerstören. Storm mit 43 Versorgung. Kukian auf der anderen Seite mit 45. Und ich unterstelle einfach mal wieder, dass er mit seiner Armee hier den Vorteil im direkten Kampf finden wird. Und die nächste Konfrontation. Hier sofort versucht der Demon Hunter mit Mana Burn hier auf den Gegner zu gehen. Zieht sich erst jetzt wieder zurück. Schön gesaved hier die Heroes vom Ork-Spieler Kukian. Lässt da gar nichts anbrennen. Und jetzt kommen die ersten zwei Demolisher dazu. Und das ist ein Zeitpunkt, der für Storm das Spiel ungleich schwieriger macht. Er hat einen einzigen Druid of the Talon dabei. Nein, zwei sind es. Mittlerweile Initiate Rank noch bei diesen. Und jetzt der Angriff. Kukian auf dem Weg hier runter am Choke. Aber dort stellt sich Storm dem Kampf nicht. Noch einmal zum Shop hier mit seinem Keeper of the Grove. Was kauft er sich? Muss aufpassen hier, dass er nicht mit Scroll of Speed versucht, Kukian sofort hier den Keeper of the Grove zu blocken. Hat es fast geschafft mit einem Spirit Wolf, aber sofort geht es auch wieder zurück hier bei Kukian. Nein, jetzt wagt er sich nach vorne. Hat gesehen, dass der Gegner dort nicht allzu viel beisammen hat, aber auch Storm möchte lieber am Bergaufgang kämpfen und zwar von der Position oben. Das ist einfach der Vorteil, der entscheidende in diesem Moment noch relativ gleich starken Kampf bei der Armee. Druid of the Talon. Drei Stück mittlerweile. Scroll of Healing beim Keeper of the Grove. Und Wartestellung bei Kukian. Drei Demolisher mittlerweile. Der erste Watchtower wird aufgebaut. Also er hat Peens dabei. Entangle hier gegen einen der Grunts. Und ganz, ganz gefährliches Spiel hier bei den Creeps. Und auch regt sich jetzt noch keiner aufgeregt. Keiner kann sich das leisten. Allerdings Kukian hart an der Grenze zu den Grunts. Der Demon Hunter in der Mitte hier, ganz im Fokus, allerdings kann er sich das auch leisten. Scroll of Healing schon genutzt, Storm mit 47 Versorgung, Kukian immer noch mit 54. Jetzt sind die Creeps aufgeweckt worden, und zwar von Kukian, absichtlich wahrscheinlich, denn die attackieren hier gerade Storm, der aufpassen muss hier mit seinem Demon Hunter in der ersten Reihe, greift jetzt sofort die Katapulte an, Storm immer noch mit 43 Versorgung, Kukian mit 47, der Shadow Hunter ist down. Schönes Spiel von Storm, hat seine Potion of Greater Healing noch immer nicht genutzt, kann jetzt auch noch die Tower hier abreißen von
Kukian. Zwei Demolisher sind es und drei, vier Demolisher sind es. Einer davon wird jetzt auch gleich fallen. Aber Kukian denkt gar nicht daran, diese zurückzuziehen. Er scheint immer noch mit diesen, geht immer noch mit diesen nach vorne. Aber auch die Creeps spielen hier im Moment noch mit in diesem Spiel. Immer noch ist es der Farseer, der hier kämpft gegen den Demon Hunter. Und jetzt stehen hier die ersten beiden Tower. Und das war eine ganz entscheidende Situation. Jetzt wird der Demon Hunter auch noch geblockt. Und zwar mit den Demolishern. Einer davon rollt wieder weg. Ein Tower ist abgebrochen. Mittlerweile die Potion of Greater Healing genutzt vom Demon Hunter. Jetzt läuft seine Lebenszeit. Und jetzt erkennt er, dass er es nicht mehr schaffen wird. Zieht sich zurück in seine Base. Also, ein krasses Hin und Her hier zwischen beiden Parteien. Und im Endeffekt kann Kukian mit seinen Demolishern hier vor allem das Rennen machen. Repariert hier seinen Tower. Weitere neue Grunts kommen nach. Sein Shadowhunter wird revived. Aber beide Heroes leben noch hier bei Storm. Das ist wohl das Wichtigste. Level 2,5 der Keeper of the Grove hat sich eine Potion of Healing gekauft. Ebenfalls eine Potion beim Demon Hunter. Und ein weiterer Tower wird hier aufgebaut. Aber mit gerade mal zwei Support Units gegen diese Armee von Kukian. Kukian mit 47 Versorgung. Jetzt kommt noch der Tower dazu. Storm mit seinem Demon Hunter. Einen ersten Grunt hat er ausgeschaltet. Aber zwei Tower wieder hier im Bau. Storm muss versuchen, diese auszuschalten. Zwei Demolisher von hinten machen weiteren Schaden mit einem bereits fertigen Tower, der hier unten im Tal steht. Und den Hang hoch hier sind es immer wieder die Demolisher, die den Schaden machen. Tower abgebrochen von Kukian. Allerdings, dieser Tower hier sieht recht gut aus. Jetzt wagt sich der Demon Hunter nochmal weiter nach vorne, hat seine Potion of Healing genommen. Und ein weiterer Demolisher ist down von Kukian. Das macht Storm sehr, sehr gut. Frisst sich hier Einheit für Einheit durch die gegnerischen Armeen. Allerdings, bitte aufpassen jetzt auf deinen Demon Hunter Storm. Der hat noch 100 Hitpoints, zieht sich zurück in die Base, 90 Hitpoints. Wird verfolgt von Kukian. Kauft sich am Shop eine neue Potion, hat die benutzt. Und somit sein Demon Hunter wieder mit 370 Hitpoints. Immer wieder versucht Kukian es hier mit seinen Towern. Allerdings kommt er nicht recht durch hier. Wieder der Angriff von Storm. Und diesmal ist es der Farseer, der dran glauben muss. Der Farseer mit nur noch 32 Hitpoints hat allerdings noch einen Hellstone dabei und eine Potion of Greater Healing. Auch der wird sehr lange aushalten. Wieder mal an der Grenze der Demon Hunter. Demon Hunter und der Keeper of the Grove. Keeper of the Grove ist down, nicht aufgepasst von Storm. Hat allerdings wieder eine Potion genommen mit seinem Demon Hunter. Jetzt allerdings auch der Shadow Hunter mit dabei. Er muss aufpassen, er hat noch kein Hex an Bord. Allerdings jetzt der Town Portal von Storm zurück in seine Base. Und damit gibt er sich bei diesem Kampf hier vor seiner Base geschlagen. Und der zweite Tower wird hier auch gleich stehen von Kukian. Zwei Heroes hier also gegen gerade mal ein Hero. Und der hat im Moment noch ein Hitpoint-Problem, ein Health-Problem. 50% Health sie gerade mal. Wagt sich nach vorne, guckt, was der Gegner dort macht. Ein erster Serpent Ward steht hier. Und so konzentriert sich Kukian auf die Druids of the Talon hier in der zweiten Reihe. Demon Hunter wieder sehr, sehr offensiv. Allerdings beide Heroes hier noch gut dabei von Kukian und zwei Tower stehen mittlerweile. Storm wird das nicht schaffen, diese Belagerung abzubrechen. Muss sich zurückziehen. Drei Druids of the Talon bei ihm dabei. Sein Demon Hunter Stufe 4 revived hier seinen Keeper of the Grove, aber das wird noch etwas dauern. Stückchen für Stückchen rückt Kukian weiter vor. Und Demon Hunter, Potion of Healing, hat er noch dabei, hat sie genutzt. Aber was will er da vorne? Er kann die Tower nicht abbrechen. Das ist zu spät. Er versucht alles hier. Demon Hunter, 6 Hitpoints. Demon Hunter ist down. Auch das schafft Storm nicht mehr. Und damit kommt meiner Ansicht nach auch in diesem zweiten Spiel jede Sekunde das GG. Alleine die zwei Spirit Wolves schaffen es jetzt hier. Der Keeper of the Grove ist nochmal revived hier. Level 2 ist er gerade mal, schafft es hier vielleicht noch auf Level 3, aber gegen einen Level 5 Farseer mit einem Hellstone und einen Shadowhunter, der gerade auf Level 3 wechselt und jetzt wahrscheinlich Hex als Skill nutzen wird auf diesem nächsten Level. Hat auch sein Keeper of the Grove keine Chance. Es sind weitere Archer, die hier nachkommen, allerdings fallen die hier wie die Fliegen. Keeper of the Grove versucht sich immer weiter zurück in die Base zu flüchten und jede Sekunde erwarte ich somit das GG. Da ist der Down. GG in dieser Sekunde auch von Storm und damit ein ganz, ganz klares und eindeutiges 2:0 von Kukian gegen SK Storm an diesem sechsten Spieltag. Ich schaue mal kurz auf die Uhr, 21.35 Uhr. Wie lange war die Sendung eingetragen, mein lieber Thorsten Schmitz? Jetzt sag nicht bis 22.30 Uhr, dann wird mir gleich schlecht. Die Sendung ist eingetragen bis 22.30 Uhr. Damit weiß ich, dass mich meine Zuschauer natürlich wieder zuflamen werden, wenn ich jetzt die Sendung beenden sollte. Aber was soll ich denn machen? Wir können noch Beiträge von meinem lieben Co-Moderator Nick Adams einspielen. Ich denke, eine Viertelstunde haben wir dann auch an Bord. Allerdings sind das natürlich keine Warcraft 3-Spiele.
Liebe Zuschauer, ich kann euch eins anbieten. Diese Sendung ist scheinbar eine Stunde früher zu Ende als geplant. Ich weiß auch gar nicht, warum der Nick mal wieder 22.30 Uhr, nicht 22 Uhr eingetragen hat. Aber auch das kann ich leider nicht wieder gut machen. Ich kann euch Folgendes anbieten. Wir machen ein Showmatch. Zwei unserer Zuschauer spielen gegeneinander und ich caste das Ganze hier auf ISL TV. Das ist doch ein tolles Angebot, oder? Machen wir das. Ich gucke mal hier im IRC, ob denn irgendjemand hier Interesse an einem Showmatch hat. Ich möchte natürlich wissen, welchen Level ihr habt im Battle.net. Das ist ja eine der wichtigsten Aussagen. Schauen wir nochmal kurz, was hier sonst noch so die Leute von sich geben. Sind wieder irgendwelche unqualifizierten Kommentare dabei? Ja, wir haben heute, also Suppe, du scheinst echt ein bisschen deprimiert zu sein oder sowas, ja? Weil, was du hier immer von dir gibst, ist ja echt mal ein bisschen traurig. Ich weiß gar nicht, warum ich den Premium-Account gegeben habe. Ja, jetzt fängst du auch noch an, hier rumzuflamen. Das ist echt eine ganz, ganz traurige Aktion. Junge, wenn es zu Hause nicht so gut läuft oder der Papa oder die Mama immer gemein zu dir sind, dann ist es echt kein Grund, hier rumzuflamen. Es gibt da so eine nützliche Einrichtung, die heißt irgendwie Kinder-Jugendhilfe oder sowas. Die sind kostenfrei, werden vom Staat unterstützt und da kannst du echt mal anrufen. Also die helfen dir, da brauchst du einfach nochmal kurz anzurufen. Oder ich mache Folgendes, weißt du was, ich gebe dir noch einen Premium-Account, dann sparst du dir das Geld für ein Telefonpayment und dann rufst du einfach bei denen mal an. So eine halbe Stunde bei denen, kostet nur Standard-Ortstarif, 12 Sekunden irgendwie, glaube ich, sind 12 Cent pro Minute oder sowas, ist echt günstig und dann geht's vielleicht auch wieder was besser. So, ich meine mal so allgemein von der Stimmung her, ja. Aber bevor ich mich weiter mit Suppe unterhalte, kommen wir einfach mal zurück zu unserer Sendung heute Abend. Und da lautet es, ich suche einen Team hier für Showmatches. Ich werde nicht mitspielen, denn ich muss ja moderieren. Weißt du, tippen und moderieren klappt einfach nicht, vor allem nicht, solange ich kein Headset habe. Und so warte ich jetzt hier noch auf ein paar Spieler, die mir sagen können, ob sie vielleicht ein bisschen was mehr als Level 9 haben. Ich meine, Level 9 ist schon ganz okay. Hast du dir echt Mühe gegeben hier? Wer ist das? QL Soul, aber ist ein bisschen wenig noch, also ich denke mal so ab Level 15 aufwärts wird es vielleicht ein bisschen interessant. Vielleicht könnte irgendjemand hier mal ab Level 15 aufwärts mir sagen, ob er Bock auf ein Showmatch hat. Ansonsten suche ich mir ein paar Spieler aus dem EPS-Channel, auch das ist natürlich kein Problem. Aber hier sieht es nicht so aus, als wäre da irgendjemand. Hier haben wir Axmöje, ich will zocken, Level 9 bin ich. Nee, Level 9 ist einfach ein bisschen wenig, Leute. Level 3 Solo, auch nicht schlecht, ja. Level 0 interessiert gar keinen mehr. Also ich schaue vielleicht mal besser hier gerade, ob ich nicht einen hier von den Spielern noch finde. Wen haben wir denn hier noch im ESL-Channel? Irgendwelche bekannten Gesichter? Nee, sieht alles ein bisschen, sieht auch alles nicht so gut aus. Hier chatten die Spieler derzeit noch darüber, wie das Spiel gelaufen ist. Liebe Regie, haben wir noch ein paar Beiträge vom Nick parat? Mal kurz 5 bis 10 Minuten Beiträge vom Nick einspielen. Solange kann ich im IRC natürlich ein bisschen was gucken, wie es aussieht mit ein paar Spielern für ein kleines Showmatch. Denn wie gesagt, wir sind eine Stunde zu früh und ich möchte mir einfach euer Geflame nicht anhören. Es ist ja berechtigt. Ihr habt 2,5 Stunden gebucht und ihr müsst ja zumindest etwas davon bekommen. Auch wenn wir das nächste Mal überziehen. Von daher machen wir ein Showmatch. Auch wenn ich eigentlich gern schlafen gehen würde, ja, weil ich bin echt fertig von den letzten 7 Tagen, auch unsere Regie. Aber auch ich will kein Mitleid von euch. So, Regie sagt, Band läuft. Also, viel Spaß noch mit 2, 3 kleinen Beiträgen von Vincent Vega, aka Nick Adams, in seinem Relay auch genannt. Und wir sind gleich zurück mit dem Showmatch. So, natürlich sind am Sony-Stand die schönsten Mädels, ganz klar. Was mich auch noch mehr interessiert ist, warum die hier alle in Joggingsanzügen rumrennen. Ist das hier der neue Sony-Style oder warum rennt ihr hier alle mit Adidas gebrandeten Joggingsanzügen rum? Na klar. Wie, na klar? Seid ihr alle sportlich oder was hat Sony mit Sport zu tun? Gibt es da irgendeine Schnittstelle? Außer dem komischen Eye-Toy, wo man rumhampelt? Nein, wir wollen einfach schick aussehen. Das sieht doch total schick. Außerdem, wir schonen unsere Füße. Ja, okay. Das stimmt natürlich. Das ist immer der Vorteil, wenn man sportlich angezogen ist. Also dann machen wir immer Pausengymnastik. Echt? Wann ist das Pause? Ich will da mitmachen. Es ist schon vorbei für heute. Und wann ist das morgen? Um 2:30. Um 2:30, wo denn? In der Kleidergarderobe bei den Mädchen. Yes! Da kann ich da hin? Ich glaube nicht. Oh nee, da frage ich.
Da steht immer Security vor unserem Kleiderschrank. Wo sind die Security? Die will ich bestechen. Nein, im Ernst. Das finde ich natürlich richtig, richtig geil. Aber mal ehrlich, mir gefällt es ein bisschen besser, wenn die Leute seriös angezogen sind. Und die Farbwahl gefällt mir auch nicht so gut. Aber das ist natürlich immer Geschmackssache. Ich danke dir und viel Spaß mit deinem Turnschuh auf der Messe. Ehrlich? Es gibt nur einen Vorgänger. So, wir sind jetzt hier bei einem Quiz am JVC-Stand und das hat der Mädel hat gefragt, wer mit dir spielen will. Natürlich will ich mit dir spielen und deswegen frage ich sie jetzt gleich mal. Ich will mit dir spielen, hallo. Ja, ich will mit dir spielen. Auch so ein schönes Mikro in der Hand. Ja, genau, sollen wir mal tauschen? Nick heißt ja, wir können jetzt. Ja, genau. Hallo, Iseken, Roscher. Iseken, ja. Iseken ist also. Ja, ich bin Analphabet. Du bist Analphabet? Ja. Darüber wollen wir jetzt aber nicht sprechen. Nein. Hast du JVC-Geräte zu Hause? JVC-Geräte habe ich nicht zu Hause. Nein. Das ist aber schade. Das ist aber schade. Ja, das ist sehr schade. Warte mal, was ist denn das für eine Kamera? Das ist eine Panasonic-Kamera. Panasonic? Bin ich schon disqualifiziert? Na, nicht von vornherein. Also, wenn du jetzt sagst, dass du dich jetzt informieren möchtest, um dir dann spätestens übermorgen. Ja, unbedingt. Unbedingt. JVC zu kaufen, dann bist du noch nicht disqualifiziert bei mir. Ja, ich wollte eigentlich eher ein Notebook kaufen. Macht ihr Notebooks? Darüber reden wir doch die ganze Zeit. Das XV ist eines der kleinsten Notebooks seiner Klasse. Wenn du das brauche ich. Ja, habt ihr das? Ja, also du möchtest mitspielen, ja? Ja. Wunderbar. Nick kann auch mit auf die Bühne kommen, würde ich sagen. Spielt er mit? Der nimmt seine eigene Kamera mit. Ganz genau. Das Logo verdecken wir in der ganzen Zeit. Also, ich bin jetzt hier am JVC-Stand und mache hier bei einem Quiz mit, von dem ich überhaupt gar keine Ahnung habe. So. Du musst dazwischen? Okay. So, meine Damen und Herren, eins steht fest, auch in diesem Bereich, die besten Kameras sind natürlich eine von JVC, das ist ganz klar. Auf der Rückseite haben wir auch die Kollegen von JVC Professional und die haben in diesem Bereich die besten Kameras. Das steht auf dem Meine Damen und Herren, wir fangen an mit dem Quiz. Du bist ein Kollege, Nick Adams. Ganz genau. Ja, von Shuttle PC. Ja, Mikros, genau. Also ich bin ein bisschen überfordert mit den zwei Mikros, weil ich noch nicht so wichtig bin, dass ich normalerweise zwei Mikros habe. Pressekonferenz von Hannover 96 jetzt, aber okay. Dankeschön. Okay. Die roten, ne? Nick, du hast ein bestechendes Allgemeinwissen, nehme ich mal an. Unglaublich. 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 Gut, da freue ich mich sehr, dann bist du hoffentlich ein guter Kandidat. Ich hoffe auch. Was gibt's denn zu gewinnen? Was gibt's denn zu gewinnen? Ein Kopfhörer zum Beispiel, aber super. Jetzt reden wir erstmal mit unserem Kollegen hier neben dran. Ja, bitte. Marius. Ich brauche gar keinen Kopfhörer, weil wir haben nämlich Sennheiser Communications-Kopfhörer. Ich will aber den Ball haben. Also ich habe ja auch einen und geht es Ihnen genauso, dass wenn Sie irgendwo das Laptop auf den Tisch stellen, dass die Leute erstmal den Mund nicht mehr zukriegen, verstauen? Natürlich, ja. Was ist denn der schönste Stand auf der CeBIT? Der schönste Stand? Natürlich der JVC-Stand. Ah, jetzt. Okay, alles klar, der JVC-Stand. Wir spielen drei Fragen. Jeder kann jeweils drei Fragen maximal richtig beantworten. Gibt drei Punkte. Wer mehr hat, ist im Finale. Alles klar? Gut. Was hat er gesagt? Sie wählen mal einen Arm aus. Links oder rechts? Rechts. Ich müsste mal zuhören, weil ich will ja auch gewinnen. Können wir uns mal ein bisschen konzentrieren, sonst wechsle ich die Kandidaten aus. Ich höre zu. Gut. Erste Frage. Welches Bauwerk ist das höchste in Hannover? Im Fernsehturm. Ja, wissen Sie vielleicht noch den Namen? Nein. Das ist der Fernmeldeturm Telemax, also Fernsehturm Telemax. Das ist das bei Geld. Schluss, so, zack, 1-0. Weiter geht's. Um was für ein Tier handelt es sich bei einem Totenkopfschwärmer? Beim Totenkopfschwärmer handelt es sich wahrscheinlich um ein Insekt. Ja, und was für eins? Ein fliegendes. Ja, was für ein fliegendes? Ein unglaublich schnell fliegendes. Nein, nicht unbedingt. Verdammt. Keine Ahnung. Hab den Namen noch nie gehört, ehrlich gesagt. Sag doch mal irgendeinen Insekt, du kennst ja einen. Schmetterling. Das Schweigen der Lämmer. Schmetterling. Und also, zack, zack. Dankeschön, Schock. Schmetterling. Passt sie bei uns rein? Nein, die passt bei uns nicht rein. Die passt bei uns nicht rein. Ach, das ist aber schade. Doch, haben wir, geben wir oder nicht? Hallo, hier sind wir. Hallo. 79. Perfekt, ein bisschen. Perfekt, 79, 2-1. Jetzt geht das hier mal ein bisschen zackig. Woher stammen die Macadamia-Nüsse? Ich will ein Kontinent wissen, kein Land. Ich würde sagen, aus Afrika.
Nein, das ist falsch, Australien. Und hier ist die nächste Frage. In welches Meer gelangt man, wenn wie viele Fragen darf ich verhunzen? Durch die Straße von Gibraltar fährt? Vom Atlantik aus durch die Straße von Gibraltar. Das weiß er. Nein! Das war falsch. Ist das Mittelmeer? Verdammt. Vom Atlantik? Von Gibraltar, natürlich. Ja. Ja, natürlich. Okay, aber steht ja noch 2:1. Das ist doch Schiebung hier. Er kriegt hier die einfachen Fragen. Er wusste es ja nicht. Du brauchst ja jetzt nicht zu ärgern. Oh nein! Ja, von der Helmut Kohl, deutscher Bundeskanzler. 84? 82. 82. Verdammt, ich höre so schlecht. Nein, 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 nein. Egal. Vielen Dank. Macht nichts, es gibt aber noch Postpreis. Was denn? Es gibt eine DVD, die Euro Highlights 2000. Fußball. Ja, sauber. Einmal. Und? Für The Slash. Und? Kopfhörer von der VC. Kopfhörer. Ist da auch ein Mikro dran? Was ist da dran? Ist da ein Mikro dran? Nein, das sind Kopfhörer, das ist was zum Hören, nichts zum Sprechen. Schade. Okay, alles klar. Cool. Tschüss. Dich packen wir kurz neben der Bühne. Genau. Weil ich brauche noch... Hier, der nette Herr, dem schenke ich hier den JVC-Kopfhörer, den ich jetzt gerade gewonnen habe. Was fängst du denn damit an? Ich stecke es mir ins Ohr und höre, ob was rauskommt. Ja, sauber. Er steckt sich die Kopfhörer ins Ohr. Finde ich super. Aber du möchtest dir welche anschauen. Danke. Ja. Unbedingt. Immer noch sind wir hier in Halle 4. Jetzt sind wir... Ich bin dässig genervt. Du kannst gar nicht aufhalten. Okay. Ja, weil ich gerade 4 gesagt habe. Okay. Wir sind hier... Wir sind hier in Halle 2 und jetzt sind wir hier im letzten Eck und zwar beim Intel-Stand. Der ist relativ groß, um nicht zu sagen, wohl der größte Stand nach Sony. Und wir sind hier im Gaming-Bereich. Den schauen wir uns jetzt gleich mal ein bisschen näher an. Da ist auch schon eine andere Kamera aufgebaut. Mich interessiert natürlich, wie wichtig hier das Gaming bei Intel ist. Hier wird, wie ich sehe, Colin McRae gespielt. Und da ich mich vorher natürlich erkundigt habe, wie man es von mir gewohnt ist, weiß ich, dass das hier Colin McRae 4 ist. Colin McRae 4 ist normalerweise noch nicht in den Rennen erhältlich. Das heißt, man kann das jetzt zum ersten Mal testen. Und hier kann man, so wie es aussieht, gegeneinander spielen im Duell. 1 gegen 1. Kann man sich dann nur anstellen. Ich muss natürlich hier mitfahren, das ist ganz, ganz klar, um hier meinen Skill zu beweisen. Ich habe das Spiel noch niemals vorher gespielt, aber ich bin ein brillanter Autofahrer. Ich frage jetzt hier gleich mal den zuständigen Admin, der hier rumsteht, wie man sich hier am schnellsten vordrängeln kann. Hier sind mir leider viel zu wenige Leute in blauen Hemden. Ich frage hier einfach mal den Jungen mit der Hobbycam hier. Wie funktioniert denn das hier? Wie stellt man sich hier an? Einfach angehen nach der Partie. Alles klar. Das heißt, hier ist kein Administrator da, der hier Einweisungen oder sonst irgendwas macht? Normalerweise sollte hier ein Moderator stehen. Und aber? Das Spiel kommentieren, aber keine Ahnung, wo der ist. Also da war vorher schon ein Moderator? Nee, gestern und vorgestern und heute Morgen war schon jemand hier, aber jetzt keine Ahnung, wo die sind. Ja, sauber. Den Moderator, den muss ich mir natürlich auch gleich schnappen. Da laufen wir mal rum, den möchte ich mal sehen. Aber ich stelle mich hier erstmal an und werde jetzt hier gleich... Da, wenn das der Moderator... War das der Moderator hier? Ist das der Moderator? Ich bin mir nicht sicher, aber am besten fahren wir uns da vorne mal da. Ja, da vorne will ich nicht hingehen, weil den kenne ich. Der Extreme Edition Tipp. Oder sollen wir zu Rudi gehen? Uli? Ja. So. Und da kommt der Uli auch schon auf uns zu. Er schüttelt ein bisschen die Hand. Uli, Moment! So einfach kommst du nicht dafür. Ich grüße dich. Hallihallo. Ja, wir sind hier auf der Suche nach Firmen, die sich wirklich mit Gaming beschäftigen und da kommen wir natürlich an Intel nicht vorbei. Ihr macht hier ja die Intel Racing Tour. Kannst du mir da ein bisschen was drüber erzählen? Leider nicht, leider nicht. Wo ist denn der zugehörige Admin oder der... Der Andreas, der müsste oben im Pressebereich sein. Den kann ich dir gleich runterholen. Ja, super, mach das doch. Ja? Ja. Dann kann ich dir ein paar Fragen stellen und vielleicht mal selber fahren, oder? Okay. Danke. Ist der Holly noch da? Auf, ne? Okay. Wie gesagt, vorhin waren wir im Intel-Stand, jetzt sind wir es immer noch hier in der Gaming-Area und wir sind immer noch hier beim... Intel Racing Tour. Colin McRae 4 wird hier gespielt und die Eule, die da vorne steht, mit der komischen Frisur, das ist der Moderator.
der kommt aus dem Radio, der hat sich das hier alles angeeignet, hat keine Ahnung, wovon er redet, aber ich schätze mal, er macht's gut, weil er ein Profi ist. Ich muss mich hier natürlich jetzt gleich hinsetzen und mich ein bisschen über den lustig machen, aber ich weiß auch nicht, wie ich mich hier vordränge, damit ich so schnell wie möglich reinkomme. So, jetzt komme ich hier rein. Muss ich mal aufpassen. Was denn? Ja, ich grüße Sie. Ist er frei? Ich will auf jeden Fall fahren. Super. So. Wie kann man Ihnen einen Mikrochip, einen Prozessor zeigen? Nun, wir könnten Ihnen den Chip so in die Hand drücken, Ihnen hier mal eine Runde rumgehen lassen und Sie werden sehen, der Chip sieht sehr nett aus, hat viele kleine Ecken, ist viereckig, hat eine geschliffene Oberfläche, hat ein netten. So, jetzt darf ich es nicht vergeigen, weil es steht ganz, ganz viel auf dem Spiel. Ich als Reef4Speed-Moderator muss natürlich unglaublich gut Auto fahren. Im Real Life kriege ich das hin. Hier mit diesem Spiel bin ich mir noch nicht sicher. Ich weiß nicht, wo Bremse Gas ist, aber ich hoffe auch mal, dass ich hier in Automatik fahren kann. Aber es geht sicher. Wir haben für Sie ein Computerspiel, Colin McRae Rally 2000. So, bevor Nick hier noch alles zu Schrott fährt auf dem Colin McRae-Kurs, unterbrechen wir diese Sendung und machen weiter mit Warcraft 3. Unser Showmatch haben wir gefunden. Es lautet Team 3WD Dying Red gegen Lololololol. So ist der Nickname dieses Spielers. Auch der hätte eigentlich einen Premium-Account verdient für den originellsten Nickname des Tages. Und es wird gespielt ein Double Undead-Match. Damit kommen auch alle Undead-Freunde heute Abend mehr oder weniger zufällig noch auf ihren Geschmack. Jeder, der heute Abend hätte Undead sehen wollen, ist ja ein bisschen enttäuscht worden, da Mighty X Furthest Tagor abgesagt wurde, beziehungsweise verschoben wurde. Aber mit diesem Spiel vielleicht nochmal die Chance für euch, auch noch ein bisschen was Warcraft 3 Undead heute Abend zu sehen. Dying Red hier mit Crypt und Ziggurat auf der anderen Seite. Ganz genau das Gleiche. Ich bin sehr, sehr gespannt. Beide Spieler Level 16, Level 17 im Battle.net. Also der durchschnittliche Amateurspieler, würde ich einmal sagen. Alter, auf Darkness jetzt hier bei Dying Red. Das gleiche bei Lolololol. Also beide Spieler bis jetzt vom Timing her genau gleich auf. Es wird gespielt Lost Temple Classic und die Spieler sind gegenüber voneinander oder hier positioniert. Ist einmal auf der 12 Uhr und einmal auf der 6 Uhr Position. Jetzt kommt der Graveyard bei Lolololol und auf der anderen Seite immer noch Crypt Alter bei Dying Red. Also vielleicht relativ früh schon Fiends von unserem Spieler Lolololol und von Dying Red werden es nach wie vor Ghouls bleiben, so wie es aussieht. Ein erster Ghoul wird hier losgesendet zum Scouten. Wo ist der Gegenspieler positioniert? Jetzt gleich hier die Altare fertiggestellt. Tomb of Relics jetzt bei Dying Red. Er setzt auf den Shop der Undeads. Der Altar ist fertig bei Dying Red. Es ist der Leash als First Hero. Und der Dreadlord bei Lolololol. Ja, ich kürze Lolololol jetzt einfach mal mit LOL ab. Also LOL mit dem Dreadlord und Dying Red mit dem Leash. Wie gesagt, der Shop schon fertig hier. Auf der anderen Seite ebenfalls der Shop jetzt bei LOL. Scout nicht erfolgreich bis jetzt von Dying Red. Und das ist das, was er wirklich besser und konsequenter im Moment macht als LOL. Er scoutet und wird jetzt als nächstes hier die Base seines Gegenspielers finden. Das passiert jetzt hier jede Sekunde. Der erste Ghoul hier wird erfolgreich scouten. Tomb of Relics fertig auf beiden Seiten in dieser Sekunde. Und die Heroes auch jede Sekunde fertig. Werden sich wahrscheinlich die ersten Ghouls direkt anschließen. So ist es. Vier Ghouls kommen hier mit dem Dreadlord. In welche Richtung soll es denn gehen? Hier erstmal unschlüssig. Einmal aus der Base raus, einmal zurück rein. Jetzt kommt ein fünfter Ghoul mit dazu. Tomb of Relics. Hier ein Rod of Necromancy und ein Sacrificial Skull gekauft.
Auf der anderen Seite sind es ebenfalls 5 Ghouls und der erste Creep hier von Dying Red. Ein bisschen unglücklich hier gelaufen. Der erste Creep muss aufpassen, dass er nicht direkt den ersten Ghoul verliert. Verliert einen Ghoul hier direkt beim ersten Creep. Ganz, ganz schlecht gemacht von ihm hier. Das muss nicht sein. Das darf eigentlich nicht passieren. Rod of Necromancy auch bei ihm hier, von dem Leech genutzt. Aber er lieber Jens, du hast 7 Tage moderiert, du kannst dich nicht mehr konzentrieren und sprichst ganz langsam jetzt der Reihe nach, damit es noch funktioniert heute Abend. Findet Wand of Illusion Level 2 für den Leech, aber wie gesagt, den Schaden leider nicht auf die Skelette gezogen. Und was wir hier sehen, ist eine Unterbrechung des Spiels. Da hat wohl ein kleines Internetproblem unser Spieler LOL. Aber das muss nichts ändern hier. Sofort hier mit dem Sacrificial Skull einen untoten Bodenteppich hier quasi gelegt. Wir sehen das hier. Sofort werden da 2 Ziggurats aufgebaut. Und das ist die Vorbereitung für eine Echse hier von LOL. Der sich mit seinen Ghouls in Richtung Base wieder zurückzieht. Auch er hat Level 2 erreicht mit dem Dreadlord. Das ist das erste Creepset, was die Helden hier immer direkt auf Level 2 bringt. Und direkt der nächste Creep von Dying Red, der hier etwas schneller unterwegs ist, was das Creepen angeht. Das sind die kleineren Gnolls hier, die er als nächstes creept. Seine Wand of Illusion nutzt er hier mit einer Illusion vom Leech und die schickt er hier sinnvollerweise direkt zur Echse, beziehungsweise dort, wo gerade eine Echse versucht wird aufzusetzen, von LOL, der jetzt mit insgesamt 2, 4, 6, 7 Ghouls ebenfalls einen weiteren Creepern geht. Dying Red nach wie vor mit dem konsequenteren Creeping hier. Schaltet hier den letzten Forest Troll aus. Es sind bei ihm 28 Versorgung. Sein Leech fast auf Level 3. Und ich bin gespannt, ob er jetzt hier versuchen wird, noch die Echse zu erreichen. Sieht fast so aus, aber er wird auf dem Weg begegnen. Hier den Einheiten von LOL. Dem Dreadlord Level 2,5 und 7 Ghouls. So ist es. Jetzt der erste Kampf möglicherweise. Tatsächlich, Dying Red wagt sich hinterher. Der Gegner hat ihn noch nicht gesehen, startet aber den Creep nicht. Hat es jetzt in der Sekunde bemerkt. Ein Sleep auf den Leech. Wahrscheinlich der Surround-Versuch. Da kommt der Surround-Versuch. Schön gemacht, aber nicht konsequent genug. Nicht schnell genug surrounded. Der nächste Sleep. Jetzt nochmal die Chance für ihn zu surrounden. Schafft diesmal. Leech. Natürlich sinken sofort die Hitpoints im Handumdrehen ab. Da kommt der Town Portal. 42 Hitpoints left. In der Zeit hat sich Red natürlich auf einige Ghouls konzentriert, hat aber scheinbar keinen ausschalten können. Ich sehe keine Skelette und damit für ihn die Chance gelaufen, eine Echse aufzubauen. Sorry, die Chance natürlich gelaufen, eine Echse abzubrechen von LOL. Ihr seht, mein allgemeiner Konzentrationsquotient heute liegt ziemlich weit unten. Berechtigt natürlich. Eine weitere Crypt sehen wir von Dying Red, mittlerweile auch ein Graveyard bei ihm und auch er jetzt auf dem Weg zu seiner Natural und wird dort auch expandieren ebenfalls. Nutzt die Gelegenheit also, während auf der anderen Seite die Echse bereits von 3 Ziggurats hier geschützt wird, 2 davon schon zum Spirit Tower upgegradet. Sonst keine nennenswerten Änderungen hier. Immer noch Tier 1 hier. Während Tier 2 bereits erreicht wurde von unserem Spieler Team 3WD Dying Red. Der bewegt sich hier in Richtung Mitte nach vorne. Hier wird noch gecreept. Nein, der Creep ist gefinished worden. Der Dreadlord auf Level 3 bereits. 37 Versorgung für LOL. 31 für Dying Red. Und jetzt sieht es nach der nächsten Begegnung aus. Erneut Dying Red hier lässt sich auf den Kampf ein, versucht hier die Ghouls in der ersten Reihe auszuschalten. Da kommt die erste Frost Nova, sofort ein Sleep. Allerdings hat Dying Red diesmal hier eine Illusion mitgenommen. Die Illusion wurde gesleept und diesmal kein Town Portal dabei von Dying Red. Hat kein Geld investiert, damit ist der Leech down. Schön gemacht von LOL. Dying Red verliert hier weitere Skelette jetzt, muss seine Ghouls zurückziehen. 28 Versorgung bei ihm. Und LOL schaltet die letzten Skelette hier von Red und Dying Red aus. Level 3,5 der Dreadlord. Trotzdem noch der Tech-Vorsprung für Dying Red, der seinen Leech nun reviven muss. Jetzt allerdings auch der Tech hier gestartet von LOL, dessen Echse läuft jetzt. Er hat bereits 1000 Gold auf seinem Konto, 150 Holz. Ich frage mich, warum er so wenig nachproduziert jetzt hier. 39 von 60 Versorgung sind das. Ist passiert. Hier 2
Ghouls sind das hier. Jetzt kommt eine Acolyte raus und baut sinnvollerweise einen zweiten Crypt aus. Er kann sein Geld einfach noch nicht schnell genug jetzt in Einheiten umsetzen, aber er kriegt weiter. Konsequent. Level 4 wird das sein nach diesem Creep. Gloves of Haste gefunden, hat ebenfalls schon Boots of Speed hier im Programm und Ring of Protection, also einige Items schon gefunden. Jetzt steht auch die Exe von Dying Red, auch dieser verteidigt diese mit entsprechend vielen Ziggurat Spirit Towers. Der Leech ist jetzt wieder im Geschäft, kommt aus dem Altar heraus, ein Acolyte wagt sich nach vorne. Hier ist der Leech, Level 3 hat er fast erreicht, verkauft hier ein bisschen was an Items. Ein Rod of Necromancy doch dabei und kauft sich diesmal ein Town Portal. Der Fehler passiert ihm nicht noch einmal. Da kommen die Ghouls. 1000 Gold hat er, 1000 Holz hat er auf seinem Konto. Kann also die Ghouls fast komplett mit aus der Base rausziehen. Es sind 36 Versorgung bei ihm und der Shop wird gecreept mit 43 Versorgung von Lol. Sleept sofort hier den Forest Crawl High Priest bei diesem Creep. Und was wird das nächste Creepset für Dying Red sein? In der Mitte hat er das Nachsehen, dort wurde komplett gecreept. Noch immer kein Second Hero von ihm. Er forscht ein Upgrade an Holy Strengths. Tier 2 Upgrade gleich abgeschlossen von Lol. Auch der mit Upgrades unterwegs. Die Ghouls bereits mit einem Armor Upgrade jetzt. Und es sieht nach einem Go aus hier. Von Dying Red, der relativ offensiv hier spielt. Der Shop Creep jetzt abgeschlossen. Level 4,5 und Wand of the Wind gefunden, plus Potion of Less and Vulnerability. Also ein sehr, sehr starker Dreadlord. Allerdings wagt sich hier Dying Red extrem weit rein in die Base von Lol. Hat zwar ein Town Portal dabei, kann hier auch die ersten Acolytes ausschalten, aber Town Portal mitten rein in die Armee von Dying Red, der zwar schon einige Skelette mit dabei hat, aber dieser kann natürlich jetzt hier versuchen, mit einem Surround den Dreadlord auszuschalten. Er hat allerdings noch Potion of Invulnerability dabei. Dying Red mit 37 Versorgung auf gegnerischem Territorium. Wieder ist er in der Luft, zweimal One of the Windshot benutzt. Dying Red mit 37 Versorgung, nur noch 49 bereits für Lol. Das sieht ganz, ganz schlecht aus für ihn. Der zweite Held, das ist der Leech bei Lol, wird bereits produziert. Jetzt 5, Level 5 für den Dreadlord des Gegenspielers. 29 Versorgung nur noch für Dying Red. Der hat hier fast alles verloren, hat sich viel zu tief reingewagt in die gegnerische Base. Mit dem Town Portal musste er im Prinzip alles aufgeben, was er hatte. Nicht rechtzeitig rausgekommen und entsprechend viele Gargoyles jetzt mittlerweile hier im Programm. Weitere kommen nach von Lol. Er macht ein sehr gutes Spiel hier. Leech als Second Hero jetzt mit im Spiel. Auch die ersten Gargoyles von Dying Red, aber ist einfach hinterher in der Experience. Bei ihm läuft das Tier 3 Upgrade schon. Wir haben allerdings auch eben ein Slaughterhouse bei ihm gesehen. Das gibt es auch hier noch nicht. Er könnte sich aus einem Tech-Vorsprung hier vielleicht noch aus dem Spiel etwas rausholen. Aber bis jetzt hat er ganz klar hier die, ich sag mal, strategisch unklügsten Manöver gebracht. Immer wieder in einen Überzahlgegner hineingelaufen. Hat sich gerade, wenn man einen Dreadlord sich gegenüber hat, muss man aufpassen. Sleep und der Surround ist natürlich das Standardprogramm in diesem Fall. Und das hat er einfach nicht richtig erkannt. Für ihn ist es immer noch eine Single-Hero-Strategie. Das Tier 3 Upgrade fast abgeschlossen. Es könnte sein, dass er auf Destroyer vielleicht geht. Das Slaughterhouse sehen wir hier. Da kommen auch die ersten Obsidian-Statues. Und der Tier 3-Tag. Da ist die erste Obsidian-Statue. Und mit 45 Versorgung ist er unterwegs. Kommentiert sein eigenes Spiel jetzt noch mit voll Kacka, was ich gerade mache. Ja, das ist jetzt ein bisschen umgangssprachlich gesagt, aber trifft den Punkt schon ganz gut. Auf der anderen Seite sind es bereits 68 Versorgung und 2 Heroes, inklusive dem Level 5 Dreadlord. Und wenn der im nächsten Kampf hier noch weiter Experience bekommt, kommt der immer näher dran hier an sein Ultimate. Und da kann sich der Dreadlord wirklich sehen lassen. Das Ultimate Dreadlord ist extrem nützlich. Und Dying Red will doch nicht jetzt etwa die Mitte creepen. Doch, das will er. Mit 3 Ghouls alleine creept er die Mitte. Seine Obsidian Statue mit dabei. Die Ghouls, die Gargoyles kommen viel zu spät nach. Hat er ein Town Portal dabei? Gerade schauen, ob ich hier den Leech finde. Wo ist der Leech? Hat ein Town Portal dabei. Jetzt allerdings kommt von oben Lol mit dem Dreadlord. Sofort zur Stelle mit Boots of Speed. Natürlich schnell anwesend hier. Jetzt wird's schwierig für Dying Red. Level 3,5 der Leech. Dying Red hat gefunden hier.
Vorbeug, Talisman of the Wild, hat diese auch sofort gecastet. Das könnte noch ein bisschen seine Chance sein, um hier gegenzuhalten. Bekommt eine Frostnova vom gegnerischen Leech, muss sich jetzt raus teleportieren. Teleport bitte vom Leech, da kommt der Teleport. 55 Hitpoints left, 34 Versorgung. Hat mal wieder so ziemlich alles verloren. Auf der anderen Seite immer noch 66 Versorgung und der Creep wird gefinisht, sowie Heilung jetzt hier bei Lolo. Und damit warte ich eigentlich hier jede Sekunde auf den Go. Jetzt endlich der Second Hero auch von Dying Red, das ist der Death Knight. Zwei Obsidian Statues. Er hat genügend Gold. 600, 700 Gold und 300 Holz. Jetzt endlich fängt er wieder an zu produzieren. Also das sind mit die Unterschiede, die wir sehen, vor allem zu den richtigen Profis, die einfach auch während einem großen Kampf nicht vergessen nachzuproduzieren. Hier wird aus drei Crypts bei LoL Gargoyles gepumpt. Dying Red wagt sich nochmal nach vorne. Jetzt kommt die gegnerische Armee sofort zurückziehen. Death Knight, kann er den noch rechtzeitig saven? Noch kein Sleep bis jetzt, aber eine Obsidian Statue muss hier sofort dran glauben. Da kommt die erste Frostnova in die Reihen der gegnerischen Einheiten, aber Dying Red sollte die Verteidigung weiter in seiner eigenen Base suchen. Allerdings hat hier auch LoL nicht das richtige Rezept hier. Schaltet nicht zuerst die Obsidian Statues aus, sondern versucht hier den gegnerischen Death Knight zu bekommen. Surround versucht gegen diesen. Auf der anderen Seite auch der Kampf hier zwischen den Air Units. Aber immer wieder sind es hier vor allem auch die Obsidian Statues von Dying Red, die einfach nicht schnell genug ausgeschaltet werden. Hier von LoL, der hat das 29 Versorgung noch für Dying Red. Der hat hier fast alles verloren, hat sich viel zu tief reingewagt in die gegnerische Base. Mit dem Town Portal musste er im Prinzip alles aufgeben, was er hatte. Nicht rechtzeitig rausgekommen und entsprechend viele Gargoyles jetzt mittlerweile hier im Programm. Weitere kommen nach von LoL. Er macht ein sehr gutes Spiel hier. Leech als Second Hero jetzt mit im Spiel. Auch die ersten Gargoyles von Dying Red, aber ist einfach hinterher in der Experience. Bei ihm läuft das Tier 3 Upgrade schon. Wir haben allerdings auch eben ein Slaughterhouse bei ihm gesehen. Das gibt es auch hier noch nicht. Er könnte sich aus einem Tech-Vorsprung hier vielleicht noch aus dem Spiel etwas rausholen. Aber bis jetzt hat er ganz klar hier die, ich sag mal, strategisch unklügsten Manöver gebracht. Immer wieder in einen Überzahlgegner hineingelaufen. Hat sich gerade, wenn man einen Dreadlord sich gegenüber hat, muss man aufpassen. Sleep und der Surround ist natürlich das Standardprogramm in diesem Fall. Und das hat er einfach nicht richtig erkannt. Für ihn ist es immer noch eine Single-Hero-Strategie. Das Tier 3-Upgrade fast abgeschlossen. Es könnte sein, dass er auf Destroyer vielleicht geht. Das Slaughterhouse sehen wir hier. Da kommen auch die ersten Obsidian-Statues. Und der Tier 3-Tag. Da ist die erste Obsidian-Statue. Und mit 45 Versorgung ist er unterwegs. Kommentiert sein eigenes Spiel jetzt noch mit voll Kacka, was ich gerade mache. Ja, das ist jetzt ein bisschen umgangssprachlich gesagt, aber trifft den Punkt schon ganz gut. Auf der anderen Seite sind es bereits 68 Versorgung und zwei Heroes, inklusive dem Level 5 Dreadlord. Und wenn der im nächsten Kampf hier noch weiter Experience bekommt, kommt der immer näher dran hier an sein Ultimate. Und da kann sich der Dreadlord wirklich sehen lassen. Das Ultimate Dreadlord ist extrem nützlich. Und Dying Red will doch nicht jetzt etwa die Mitte creepen. Doch, das will er. Mit drei Ghouls alleine creept er die Mitte. Seine Obsidian Statue mit dabei. Die Ghouls, die Gargoyles kommen viel zu spät nach. Hat er einen Town Portal dabei? Gerade schauen, ob ich hier den Leech finde. Wo ist der Leech? Hat einen Town Portal dabei. Jetzt allerdings kommt von oben LoL mit dem Dreadlord. Sofort zur Stelle mit Boots of Speed. Natürlich schnell anwesend hier. Jetzt wird es schwierig für Dying Red. Level 3,5 der Leech. Dying Red hat gefunden hier. Vorbeug. Talisman of the Wild, hat diese auch sofort gecastet. Das könnte noch ein bisschen seine Chance sein, um hier gegenzuhalten. Bekommt eine Frostnova vom gegnerischen Leech, muss ich jetzt raus teleportieren? Teleport bitte vom Leech, da kommt der Teleport. 55 Hitpoints left, 34 Versorgung. Hat mal wieder so ziemlich alles verloren. Auf der anderen Seite immer noch 66 Versorgung und der Creep wird gefinisht, sowie Heilung jetzt hier bei LoL. Und damit warte ich eigentlich hier jede Sekunde auf den Go. Jetzt endlich der Second Hero auch von Dying Red, das ist der Death Knight. Zwei Obsidian Statues. Er hat genügend Gold. 600, 700 Gold und 300 Holz. Jetzt endlich fängt er wieder an zu produzieren. Also das sind mit die Unterschiede, die wir sehen. Vor allem zu den richtigen Profis, die einfach auch während einem großen Kampf nicht vergessen nachzuproduzieren. Hier wird aus drei Crypts bei LoL Gargoyles gepumpt. Dying Red wagt sich nochmal nach vorne. Jetzt kommt die gegnerische Armee sofort zurückziehen.
Death Knights kann er den noch rechtzeitig saven. Noch kein Sleep bis jetzt, aber eine Obsidian Statue muss hier sofort dran glauben. Da kommt die erste Frost Nova in die Reihen der gegnerischen Einheiten. Aber Dying Red sollte die Verteidigung weiter in seiner eigenen Base suchen. Allerdings hat hier auch LOL nicht das richtige Rezept hier. Schaltet nicht zuerst die Obsidian Statues aus, sondern versucht hier den gegnerischen Death Knight zu bekommen. Surround versucht gegen diesen. Auf der anderen Seite auch der Kampf hier zwischen den Air Units. Aber immer wieder sind es hier vor allem auch die Obsidian Statues von Dying Red, die einfach nicht schnell genug ausgeschaltet werden. Hier von LOL, der hat jetzt allerdings den Death Knight ausgeschaltet. Und wo ist der Leech von Dying Red? Der sieht noch sehr gut aus. Level 4 noch der Leech von Dying Red auf der anderen Seite. Level 5,5 der Dreadlord. Was für ein Kampf. Jetzt die zweite Obsidian Statue. Muss dran glauben. 37 Versorgung noch für Dying Red. 56 noch immer für LOL. Beide Heroes noch wohlauf. Das sieht gar nicht gut aus für Dying Red. Zwei Obsidian Statues, drei Obsidian Statues. Eine davon gleich down. Jetzt nochmal der Town Portal hier, um seinen Leech zu safen. Wohin geht der Town Portal? Nein, das war der Town Portal. Das habe ich falsch erkannt. Das war der Town Portal von LOL. Noch ist also das Spiel immer nicht gelaufen. 1, 2, 3. Die vierte Obsidian Statue kommt nach. Also ganz klar geht es auf Air Units hier. Und es ist der Leech, der doch noch zum Schluss gefallen ist. Ich habe es nicht rechtzeitig erkannt. Der Leech doch noch down von LOL. 50 Versorgung für ihn. Also Dying Red doch noch ein gutes Spiel gemacht hier. Und bei ihm ist es als Second Hero diesmal der Dreadlord. Und auch der Death Knight wird jetzt wieder revived. Weitere Ziggurats kommen hier nach. Da kommt der Death Knight. Weitere Crypt kommt hier und das Upgrade, endlich zum Destroyer. Also ganz klar, worauf sie hier hinausläuft. Vier Obsidian Statues bereits. Auf der anderen Seite, sofort wird weitergeklebt hier vom Dreadlord. Da geht es natürlich nur um Items, denn er kann keine Experience mehr hier zusätzlich bekommen. Er ist bereits Level 5,5. Allerdings muss er aufpassen, geht hier beim Creep bis an die Grenze. Beim Creep 70 Hitpoints noch für den Dreadlord, 50 Hitpoints, Dreadlord 40 Hitpoints, hallo, 30 Hitpoints. Jetzt kommt er auf die Idee, den Dreadlord zurückzuziehen mit 31 Hitpoints. Das sah mir auch nicht nach Absicht aus, muss ich ganz klar sagen. Das sah mir eher nach etwas Nachlässigkeit aus. Fast den Dreadlord verloren hier beim Creepen, LOL, in Unaufmerksamkeit. 59 Versorgung. Auf der anderen Seite hat Dying Red gut aufgeholt. Also es sieht ganz klar so aus, als hätte hier LOL sein Geld nicht auf die Straße gebracht. Noch immer 59 Versorgung für ihn. Es sind Mass Gargoyles, jetzt auch ein Slaughterhouse bei ihm. Aber der nächste Creep natürlich für Dying Red. Der sollte seinen Vorteil, die Destroyer, jetzt meiner Ansicht nach besser umsetzen, mehr ausnutzen. Sollte er in die Offensive jetzt gehen mit seinen drei Heroes. Allerdings ist der Experience technisch noch immer extrem unterlegen. Ein Forest Troll Shadow Priest versteckt sich hier. Wird anscheinend nicht gesehen von den gegnerischen Einheiten. Jetzt. Der kann nichts anderes machen, außer sich selber heilen. Das versucht er auch eine ganze Zeit lang. Ist jetzt down. Damit Level 2 auch für den Death Knight. Genügend Gold hat er eigentlich. Könnte sich ein bisschen was kaufen hier, Dying Red. 69 Versorgung für ihn. Hat eine Scroll of Healing gekauft. Potion of Invulnerability kann auch nicht schaden, vielleicht hier und da mal, vielleicht für den Leech. Scheint noch kein Interesse zu haben. Wo ist der Leech? Da ist er. Hat The Wand of the Wind gefunden, auch der Leech trägt Scroll of Healing mit dabei. Sorry, das ist nur der Leech, der die Scroll of Healing mit dabei trägt. Auf der anderen Seite, der Dreadlord, noch immer sehr gut ausgerüstet. Potion of Mana, Scroll of Healing und Potion of Lesser Invulnerability. Scroll of Healing trägt der Leech, auch der ist schon Level 2,5 und es soll wieder nach vorne gehen. Allerdings ganz, ganz komisch, schickt hier seine Ghouls ganz weit nach vorne, vergisst den Rest der Einheiten im Moment noch, während Dying Red die nächste Begegnung sieht. Und das scheint der nächste Kampf zu sein. Lässt sich LOL drauf ein, er lässt sich drauf ein. Da kommt der nächste Kampf. Destroyer versus Gargoyles, so sieht es hier im Moment aus. Und Obsidian Statues natürlich hier. Surround hier sofort gegen den Dreadlord von Dying Red. Der kann sich hier nicht retten. Dreadlord ist down. Ich sag ja, Potion of Invulnerability hätte hier geholfen. Genug Gold hat er auf jeden Fall gehabt. Aber auch der Leech von Dying Red muss aufpassen. Kaum zu sehen hier im Kampf. Leech down auf 199 Hitpoints. Muss den Town Portal wahrscheinlich gleich nutzen. Jetzt noch mal einen Deathcall bekommen. Hier, da ist der Dreadlord down. War das der Dreadlord? Das war der Death Knight von Dying Red. Und damit gibt es ein GG von Dying Red. Der gibt sich hier geschlagen im Spiel gegen den Level 17 Undead-Spieler LOL. Wobei es hier in der Übersicht auf
der Score relativ ausgeglichen aussieht, zumindest der Gesamtscore, aber die Hero-Score ganz klar. Hier war wesentlich mehr Experience auf der Seite von LoL. Damit ein Double-Undead-Spiel, alle Undead-Spieler vielleicht doch noch auf ihre Kosten gekommen. Was sagen unsere IRC-Zuschauer? Hier wird gemutmaßt, dass LoL vielleicht Hasu-Ops wäre. Ja, nee, vielleicht nicht ganz, würde ich sagen. Da fehlt da noch ein bisschen was. Aber ich denke, 22.11 Uhr ist es. Ich habe alles gegeben, liebe Jungs und Mädels. Wir hatten zwei relativ kurze Spiele heute. 2:0 für Kukian gegen Storm. Das andere Spiel war, was hatten wir da? Torte? Ich habe schon wieder vergessen, so uninteressant war es. Twinsen gegen Horror, genau. Das ist, hat hier ebenfalls mit einem 2:0 zugunsten von Horror geendet. Und somit können wir eigentlich Feierabend machen für heute. Und ich kann endlich mal ein bisschen schlafen, damit ich vielleicht wieder ein bisschen konzentrierter bin. Denn für mich geht es am Wochenende nach Paris. Ich fahre für euch nach Paris, um die Warcraft 3 Champions League zu übertragen. Und da möchte ich wirklich fit sein, denn die Spiele werden sauspannend. Darauf freue ich mich ebenso wie auf die Interviews und die Spieler vor Ort. Deswegen, ich mache Feierabend für heute. Danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann am Wochenende hoffentlich bei ESL TV live aus Paris. Macht's gut, bye bye.